Guten Abend, so mein Headset war gerade wieder aus, ja wunderbar, ne? Mein Handy macht wieder Werbung. Einfach so, von sich selbst, ich weiß auch nicht. Aber ne, kann nichts machen. Ich fühle mich beobachtet. So. Chat am Handy aufmachen, was ist eine Benachrichtigung? Okay. Läuft hier. Läuft. Chat am Handy. Oh, Twitch. Twitch, bitte mach, was ich dir sag. Da oder auch nicht. Ist ja mal wieder richtig schön hier, ne? So, jetzt. Gut, gut. Gut, gut. Willkommen, Leute. Okay, jetzt geht's. Gut. Haben wir noch etwas Zeit, um alles, zu teilen. Zu teilen. Hey Manu! Schön, dass du da bist. Einen schönen Abend. Und wie war der Tag? Das ist Musik, ne? Jetzt fängt sie wieder von vorne. Ja, wunderbar. Kurz mal alles teilen hier, so. Yeah, send now. Send now, no, no. Hey, Torgelife, vielen Dank für deine neuen Bits mehr am Anfang. Guten Abend, Torgelife. Wie geht's dir? JBK, danke für deinen Host, vielen Dank. Warte, ich hab grad keinen nächsten Chat offen. Ich bin gerade bei Discord, Leute. Läuft bei mir. Ah, der Tag war gut. Freut mich. Ja, meiner. Ich muss doch nicht arbeiten. So, ich wollte noch beim anderen Channel, den ich neu entdeckt habe, den kennt ihr wahrscheinlich nicht, meinen Stream mal teilen und gucken, was dann passiert. Promotion. Das ist ein Engländer. Ja. Na egal. Bitte. Ich mach's jetzt einfach mal. Warte. Jan Salaks auch, vielen Dank für dein Host. Ich bin grad gar nicht, ne? Ich wollte mal Discord ausmachen. Deswegen erschrecke ich mich gerade immer so, ne? Das ist so innerlich erschrecke ich mich. So, jetzt habe ich das alles sauber gemacht, ne? Fertig! Fertig! Genau, Party Hot! Jupika, wie war der Tag? Und Jan Salaks, wie war der Tag? Daumen hoch. So, so, so. Ja, heute das letzte Mal. Resident Evil Revelations. Eine bunte Bewegung hat beste gepasst mal wieder, ne? Genau. Ich hoffe mal, dass das letzte Mal ist. Also, heute sollte ich es vielleicht mal hinkriegen. Es wäre vielleicht ganz gut, ne? Aber wahrscheinlich kriege ich es nicht mehr hin. Der Tag war angenehm. Ah, das Spiel wird nicht angezeigt, merke ich gerade, ne? Ist eigentlich immer so, also eigentlich muss ich mich daran gewöhnen, dass ich immer das Spiel neu hinzufügen muss. Ja klar, bis auf Schule, ne? Schule ist nie gut, obwohl mir gerade ein bisschen langweilig ist, teilweise in den Ferien. Außer abends, aber mittags so ist auch nicht. Mach ich immer das Gleiche, ne? Och, kein Ausweg, oh nein. Oh, das war die Mission. Oh. Hab ich keinen Bock drauf. Naja, muss halt sein, ne? Aber ja. Aber trotzdem bin ich froh, dass ich noch Ferien habe, ne? Aber trotzdem ist jeder Tag irgendwie gleich, ne? Bisher bei Resident Evil Revelations. Wir nähern uns der Queen Zenobia. Treffpunkt in der Schiffshalle.
Alles über die Queen sind. Ah, du schaust ins Video am Handy. Oder meinst du das? Geheimnisse? Geheimnisse? Ich hab die Geheimnisse. Jessica, warum hast du auf ihn geschossen? Raymond? Raymond? Aber wieso? Warum spielst du auf der Seite von Deltro? Ich gönn mir jetzt, Leute. Finde die Wahrheit. Was war das wohl? Monster, ne? Monster. Also das ist das Geheimnis der Zenobia. Oh Mann, ey. Ja, okay, jeder Tag ist irgendwie gleich. Vor allem muss ich arbeiten. Ich will ja Geld verdienen, okay? Ich will ja Geld verdienen. Ja, zwei Tage Schule ist schon genug, ja, auf jeden Fall. Gut, gut, gut. Ach, Ausbildung macht das. Ja, da verdient man ja wenigstens was dann, ne? Das Ding ist unglaublich. Ist zwar Schule, aber irgendwie auch Arbeit, ne? Ja. Oder machst du Schule und Ausbildung? Ist ja noch was. Das macht meine Schwester zum Beispiel. Was zum Teufel hast du getan? Jo, BK, guck mal, da ist ein Hacker wie du. Ich hab gar nichts getan. Okay, ihr kennt sich nicht gut aus. Ah, dann. Das war gerade eine Beleidigung. Sag nicht, dass die Batterie leer ist. Oh, Mann. Das Positive ist, wir sehen bei dieser Verschwörung allmählich klarer. Naja, ein bisschen klarer. Ein bisschen klarer, ne? Nash. Wir müssen zum Flughafen zurück, und zwar sofort. Hey, Mann, warte! Oh, Mann, jetzt kommen diese unsichtbaren Hunters wieder, ne? Und zwar... Viele, viele. Uiuiui. Niemand zu Hause. Ach, sogar das andere Team ist abgehauen. Also, was nee, es macht doch keiner. Alles okay. Ich habe uns eine Hintertür offen gelassen. Und keine Hack, um sich irgendwie unfairen Charakter in Smash Bros. Zu holen. Ja? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Wenn meine Theorie stimmt, ist die Wahrheit über Veltro. Machst du Witze? Die zwei Typen sind echt dumm. Ich will Schlüsse vermeiden. Ich brauche mehr Infos. Ja. Komm mal los, Ding. Danke. Oh Gott, ey. Ja, ich will aber kein Ryu. Also, okay, ich will nicht kaufen. Hier drüben haben wir noch nicht gesucht. Ich hoffe nur, er hat eine starke CPU. Das ist nein, klasse. Das ist mein Laptop, der da rumsteht, okay? Also, hat er keine starke CPU. Nie. Oh, also jetzt die Episoden werden ganz anstrengend. Das Spiel ist halt dadurch nicht schlecht, ne? Das ist halt schwer. Uiuiui, ja, ja. Da kommt es schon. Ich wusste, Veltro hängt mit dir. Tja, aber nicht die ganze Zeit. Was? Wenn ihr reinkommt, ne? Schießverdammt! Ja, der Teammate, der kann ihn natürlich nie killen, ne? Das ist immer so. Ja, wunderbar. Skinnen kennst du? Okay, du kennst doch. Ja, der verschwindet einfach. Boah. Wenn man bestimmt ist, sollte bei Veltros Rückkehr nicht hier sein. Richtig nett, ne? Sie inszenieren das. Nein, keine Zeit für Verschwörungstheorien. Zum Kauf mal im Einzelhandel. Ah. Handel. Nice. Ich mache Realschule 9. Klasse bald. Das heißt bald, ich bin schon in der Realschule, aber 9. Klasse bald eben. Yeah. Komm mal rein, komm rein. Komm schnell rein. Ach ja. Ihr seid doch alle nicht auf der Gamescom. Das ist unmöglich. Ihr müsst alle auf die Gamescom. Ihr dürft mir nicht zugucken. Ihr müsst jetzt zur der Gamescom gehen. Ja, ich würde da auch gerne hingehen, ne? Ist das wirklich ein... Grinder, so einen wollte ich schon immer. Du stehst auf Technik. Ich zerstöre ihn jetzt. Scheiße. Es ist nur ein Computer. Ja, nur ein Computer. Ne? Schätzchen. Was soll das denn? Gymnasium, was?
Was hast du Elfte. Gemacht, uiuiui. Gar nichts. Viel Glück. Ich brauche mehr Strom für den MB28. Wir sind alle auf dem Gimmi hier und ich bin nur Realschule. Ich bin voll dumm, ne? Den brauche ich. Okay. Bleib hier und amüsiere dich mit deiner neuen Flamme. Der neuen Flamme. Erstmal alles looten, Leute. Also, das ist, was jetzt kommt, ist echt hart. Also, das ist nicht einfach. Nee. Irgendwas so mit Maschinentechnik habe ich vor. Mal schauen. Nee, Twitch wird natürlich mein Beruf. Was denkt ihr denn? Mein Spaß. Nee, also ich habe ja noch ein bisschen Zeit, ne? Aber sowas in Richtung Maschinentechnik. Also ihr habt die Sniper jetzt. Nice. Was hab ich jetzt hingelegt? Die Pistole oder was? Zweimal wiederholt. Also war schon ein bisschen zu schlecht. Bin ich böse gemeint, ne? Eine Mitschülerin von mir, ich bin kein Lehrer. Die musste jetzt von der Realschule auf die Hauptschule wechseln, weil es einfach zu schlecht war für die Realschule. Aber unser Lehrer hat selbst gesagt, wenn sie auf der Realschule geblieben wäre, dann hätte sie total verkackt. Deswegen ist es gut so, dass er jetzt gewechselt ist. Realschulabschluss reicht eigentlich auch. Also mittlere Reife, ne? Technischer Zeichner. Kann ich nach Köln? Ja, Hintwald ist halt teuer, da muss ich noch Eintritt zahlen und das und das. Naja. Leider. Muss ich mal gucken. Technischer Zeichner. Oh, zeichnen bin ich gar nicht so gut. Nicht so gut, ne. So, hab ich jetzt eigentlich alles eingesammelt oder nicht? Ach, sag mal, wie viel liegt denn hier rum, ey? Jetzt habe ich die Magnum und... Ja, toll. Jetzt habe ich nur die krassen Waffen, aber keine normalen Waffen mehr. Ja, wow, ne? Aber bräuchte Raketen wäre echt... Ich weiß nicht. Ja, auf der Gesamtschule, das stimmt. Das stimmt. Dänisch. Gott, oh Gott. Ich kann nicht mal Englisch. Oh. Na gut. So. Ich glaube, wir müssen jetzt mal loslegen, ne? Mit dieser schweren Aufgabe. Mhm. Wer von euch trinkt auch gerne Energy? Ich trinke nicht oft Energy, also ich habe jetzt eine Woche keins mehr getrunken. Dann kann man sich doch schon mal eins gönnen, ne? Weil es ja so gesund ist. So. Werfen wir mal die ganzen Generatoren an. Ich habe das noch nicht Ängste mit. Die Schockgranaten. So. Okay. Ich hoffe, dieses rostige Ding funktioniert. Der Strom reicht nicht, um ihn voll aufzuladen. Gibt's ja, wunderbar. Also ein alter Ding, der braucht so viel Strom. Ja, wunderbar. So. Gut, Energie. Starte die Analyse. Energie. Hast du schon was? Nein, ich muss zuerst... So, also. MB28 in ein paar Minuten schaffen. Ich krieg auch nur Monster und Rockstar. Aber auch nur, wenn es im Angebot sind, weil 2 Euro... Ja, jetzt geht's los, ne? Bin schon dran. Überlass die Typen mir. Das ist nicht einfach hier. Das dauert auch eine Weile. Vor allem muss alles allein machen. Ja, wunderbar, ne? Scheiße, die verfolgen euch bestimmt schon die ganze Zeit. Lol, aber ich hab gedacht, ich hab eine andere Waffe, ne? Und ich hab einfach gequickscoped wie ein COD. Der läuft. Wovon redest du? Machen wir ganz normal durch, mal die halt eh nicht so. Die Hunde sind ja gar nicht mehr so krass hier. Ja, aber jetzt kommen sie. Jetzt kommen die Hunde, ja. Wollte ich gerade sagen. Die Hunde sind schlimm. Also schmeckt dir nicht. Ja, es gibt ja verschiedene Geschmäcker, ne? Aber das Normale mag ich auch nicht. Also dieses Gummibärenwasser oder irgendwie, das schmeckt mir so. Ich trinke auch nur gemixt, ne? Ich trinke ja Punch, ne?
Okay, okay, weiter geht's. Mit der Sniper arbeiten. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so gut. Das Sniper zu. Nee, das ist nicht gut. Ach, zur Weile, Güte. Ach komm, hey. Aber wieder schön viel Action, ne? Naja. Okay, ich wechsle mal langsam. Ja, komm. Boah, ey. Ey, eine gute Feuerrate. Skid ist der zweite Name. Ja, meine natürlich auch. Das siehst du. Ja, nee, das ist aber auch nicht einfach, wenn man so. Aber die Sniper ist nicht mal so gut, ne? Weil die, so viele, die sind alle so schnell, ne? Und dann auch so viele, da kannst du nicht zielen. Das geht nicht. Ja, das geht einfach nicht. Der muss so richtig gut sein. Okay, jetzt, ne? Ach, ich muss doch einen Generator. Oh Mann, nein. Hab ich doch wieder, oder? Ja. Nee, doch nicht. Ja, passt Quint, doch. So. Hat es geklappt? Alles okay? Ja, okay. Danke. Und weiter geht's, ne? Jetzt kommt die Unsichtbaren. Ja. Wo? Wo sind sie? Wo? Hä? 52%! Okay. Boah, dieser alte Laptop, PC. Ist noch schlimmer als meine. Wie lange braucht der zum Hochfahren? Unsichtbaren! Oh, doch nicht, doch nicht. Sind viele Feinde heute. Danke für den Hinweis, du Schlaumeier. Ja. Ja, als ob die Feinde sich beim Reinhängen bemerken. Ja, das sind ja keine Menschen, das sind ja keine Wachkräfte oder so. Okay, wenn man gut ist, dann ist das Sniper auch eine gute Sache. Man muss halt gut zielen können. Wir haben 80%. Fast fertig. Aber macht gerade voll Bock mit der Sniper, ne? Voll geil. Noch ein unsichtbares Monster. Ja, die Unsichtbaren. Vorsicht! Monster allein reicht nicht. Jetzt muss es auch noch unsichtbar sein. Da. Oh, ja, hier. Die Sniper, wunderbar. So. Wo? Oh, ich ist. Ich will wissen, wo das unsichtbare Ding ist, ne? Ist. Ah ja, da ist es. Ich hab's gerade gesehen. Warum bleibt der da stehen? Ich kann ruhig alle Muni verbrauchen. Hier kommt man nicht mehr hin. Also das hat nicht geklappt beim Schießen. Achso, ich hatte keine Muni mehr. Achso. Ey, ist noch zu bock mit der Sniper, ne? So geil. Wenn man trifft. Oh, 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 oh. Ja, ja, da ist schon. Ich halte aber auch was aus, ey. Ich halte einen Sniper-Schuss aus, ist er. Fertig! 100%, Baby! Endlich! Aber die Feinde sind immer noch da. Lass sie nicht an die Daten. Viel Glück. Danke. Also, ob die was von den Daten wollen, mein Gott, das sind doch keine Nerds. Und ich sag dir, warte gefälligst, bis ich wiederkomme. Keiner? Jetzt können wir einen Blick auf die Daten werfen. Bereit? Leute, ihr könnt wieder schreiben. Ich bin sofort da. Ich muss ganz konzentrieren. So, so, so. Naja. Gut, gut. Das erklärt es. Erklärt was? Wer hinter Weltflow steckt? Ja, vermutlich. Erklärt nichts. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Frage ihn selbst. Ah, hier ist Football. O'Brien hier. Football. Was zur Hölle? O'Brien steckt dahinter? Direktor O'Brien. Ich weiß über alles Bescheid. Veltro ist nie zurückgekehrt. War alles es in der Falle, alles ein Täuschungsmanöver. Von Ihnen inszeniert. Ihre eigene Veltro-Vorstellung. Und das nur, um jemand ganz Bestimmtes zu überlisten. Tja. Ah, dann hast du es ja durchschaut.
Schön, dass ihr nicht so dumm seid, wie ihr tut. Ich habe die Protokolle untersucht und manches könnte sie interessieren. Mein Sohn, schöner Chef, ne? Dann zeig mal her. Würde ich auch gern haben. Ja, Sir. Ich sende sie sofort. Was ist los? Verbindungsfehler? Wir wurden entdeckt! Tja, du kannst gehen. Hey, Quint! Zwei Jungs decken Geheimnisse auf und werden gejagt. Wie bei der Falke und der Schneemann. Bist du mit deinem gekühlten Augen durch los? Warte, Kumpel! Hab's klar! Hab's klar! Und tot. Und tot. Quint! Keith! Verkackt, ne? Voll die Explosion kam gerade, ne? Und jetzt sind nochmal. Tja. Was für ein Desaster. Es kann schon laut sein. So, erster Teil der Episode wäre auch schon geschafft, ne? Nice. Gott Durst, ey. Ja, Smash Ultimate. Was die Kämpfer dann können und nicht mehr können. Ich bin echt mal gespannt, wie das wird. Also, so wie dann gepatcht wird und das. Also, zum Beispiel Sonic. Ne? Sonic muss ich in Smash viel genießen. Der wird, wie es aussieht, richtig nicht so gut in Ultimate. Also wenn man so wenn man auch so Spaß spielt, dann merkt man das alles nicht. Aber wenn man jetzt wirklich so gut spielen will, dann ist es ein bisschen schwer. Wir dürfen den Virus nicht rauslassen. Das Steuerungssystem muss im Labor sein. Er redet wieder mit seiner Pfeife im Mund. Ne? Oh, du Arm. Chris. Ey, scan mich nicht ab. Ey, wie es aussieht, ne? Ach so, das war das Spielchen. Ach, ja. Yeah. Stimmt, ja. Oh Mann, ey. Mario Kart Ultimate. Ich hoffe, dass sie mal Mario Kart 9 rausbringen, weil Mario Kart 8 Deluxe. Naja, ist schon ganz nice, aber es ist halt nichts komplett Neues, ne? Das fand ich schade damals. Wie ich das gehört habe. Aber naja. Das ist es halt so. Es ist ja eigentlich quasi ein Port mit ein paar neuen Strecken und so, aber naja. Ja, genau, das neue Mario Kart könnte auch Mario Kart Ultimate heißen, nicht Mario Kart 9. Das geht natürlich auch. Eine Art Schließmechanismus. Okay. Ach so, schon da, wir haben unseren Fingerabdruck registriert. Ich stelle es mir natürlich woanders hin. Aber wo? Nehmen mein Laptop. So. Und ich stelle es einfach runter. Wie gerade eben auch. So. Ja, Mario Kart Ultimate. Mit allen Fahrern, mit allen Strecken, die es bisher gab und so. Ja gut, kommen wir mal machen. MG in Munitionskiste. Das ist gut, aber ich habe gar keine MG dabei. Ja, gut, ne? So lesen wir uns immer ganz schnell durch. Sogar noch was. Interessant. Das Labor wird auch nicht so einfach. nicht so, ne? Hallo. Er sieht so geil aus. So herrlich aus, ne? Jetzt der ist flüchtig natürlich, ja. Als ob ich einen Überbrat mit einer Sniper, ja, wunderbar. Wenn dann schlage ich ihn so, aber ich tue ihn nicht abknallen. Nicht abknallen. So. Der Limo. Legalis zu spielen, immer nice. Oh. Kommst du raus? Nee, er kommt nicht raus. Okay.
Irgendwo kommt einer raus. Wir öffnen trotzdem mal alles wegen Items. Ja, ne? Wie geht's? Wie geht's? Wie steht's? Na, also down, da geht er down, da geht er down. Ja. Das Smash 4 sollte eigentlich auch das letzte Smash sein, ne? Aber haben sie dann doch umentschieden? Soll ich mir entschieden stellen? Ich hab keinen Bock, der ganze Runde zu lang. Oh Mann. Keine Ahnung. Ach, der Geistkrank ist jetzt auch hier. Und auch nein, Game Master. Passt ja bei dem Spiel, ne? Wie war der Tag? Wie war der Tag? Also, ich will, weiß nicht, ob ich es glauben soll, dass Ultimate das letzte Smash wird. Ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn Smash Spiel das letzte ist, muss ich ehrlich sagen. Wir brauchen einen Code, um das Neutralisationsmittel zu aktivieren. Aber ja, okay. Ne? Ich durchsuche das Labor. Gut, ich brauche Zeit, um die Steuerung zu verstehen. Ich will aber nicht das Labor untersuchen, das ist nicht gut. Ist nicht gut, nee. Der Tag war so lala. Okay. Normal. Es gibt so ein Restaurant bei Pokémon XY, das hieß Solala. Restaurant Solala. Ein Stern, ne? Weil das Restaurant ja so lala ist, so normal, so naja. Deswegen Restaurant so lala. Tolge. Ja, witzig. Wann habe ich die eingesammelt? Vor allem die schlechte, ne? Die ist viel schlechter. Ist nur eine höhere Fall. Na ne, machen wir schon die hoch. Dann mal die M3 hat. Ja, dann auf jeden Fall auch die, ja. Die hat dann noch auch 6 Schüsse. Ich kann gar nichts mehr ausrüsten. Ist alles schon vergeben. Ja, wunderbar. Schaden 2 und großes Magazin 4. Ist gut. Nachladen 1. Was hat mir da das drauf? Magazin. Komm. Machen wir Magazin mal weg. Und mal nachladen drauf. Ich glaube, 8 reichen bei der Sniper. Glaube ich jetzt mal. Ist da oben noch was? Yes. Dann gönne ich mir eben das. Das und das und das. Und das. Ja. Genau. Alter, wie schnell geht denn das nachladen? Obwohl, nee, ich will es jetzt noch nicht testen. Irsch, wenn wir dann dazu kommen, wenn wir dann schießen müssen. Ich habe den Türcode geknackt und öffne sie. Wow. Sei vorsichtig. Alles klar. Darauf kannst du. Hey Co. Kommt mit einer Hand. So. Ach ja. Ach ja. Oh Mann, ey. Das Labor. Das schöne Labor. Wer hätte nicht ein Labor in seinem Haus? Ach so, in der Schule. Ja, dann ist es natürlich blöd. Wenn es ein langweiliges Labor ist. Das stimmt. Dann kenne ich. Wenn ich niemanden finde, dann laufe ich da einfach rum. So, lalalala. Tja. Ja, aber jetzt noch Ferien. Noch. Die Dinger kann man auch sterben. Das ist... Ja, wollte ich krass. Mann, Mann, Mann. Konnte ich da eben hin oder was? Hey, Kaki, hallo. Danke für dein Bit. Hä, konnte ich da eben nur hin oder was? Bist du? Danke für dein Host, Kagi. Danke. Ob der eben hinkommt. Lol. Mal schauen. Jetzt auf.
ich da eben echt hin? Ich weiß gerade gar nicht. Er kann. Danke, Big Gamers, für deinen Host für 3 Zuschauer. Heute ist mal für 3. Ich weiß nicht, ob das an Twitch liegt oder ob du gestreamt hast oder so. Hä? Wie komme ich da hin? Ja, später, oder? Kann auch sein. Okay. Oder wenn ich jetzt kurz wegmache, dann ist es ja auch noch da, gell? Ich weiß auch nicht warum. Ja, ist komisch, ne? Das sieht ja öfters ein Zuschauer, 2 Zuschauer und jetzt schon auf einmal 3 Zuschauer. Das ist irgendwie so ein Twitch-Bug. Ach, okay, dann kommt man wahrscheinlich auch später hin. Glaube ich jetzt mal. So. Ich hab dir doch gesagt, du sollst aufpassen. Wer weiß, was für BOWs noch kommen. Ja, chill doch mal, dann möchte ich gleich ausraschen. Nur weil da was gegen die Scheibe donnern, was kann ich denn dafür? Ich hätte aufgepasst. Mann, ey. Chris. Niemand mag Chris. Und da die Viecher, ne? Na klack, jetzt kommen sie im Überfluss. Jetzt kommen sie da richtig oft. Ich hab Bock auf die, ne? Ja, aber mit der Sniper mit der Python, ne? Schon heftig. Das Nachladen geht schon heftig, ne? Joa. Headshot, ey, es bringt sogar bei denen was. Geil. Läuft. Läuft bei uns. Bei mir, bei euch nicht. Spaß. Ja, okay, ihr macht ja nichts. Ich schau zu. Kaki, wie war dein Tag? Ganz vergessen zu fragen, ne? Mann. Ach ja, wieder mal Fingerabdruck, wunderbar. Wunderbar. Mhm. Genau, bei euch läuft. Läuft der Stream. Es läuft und wie es läuft, der Stream. Okay, der war schlecht. Wie immer dein Tag, okay. Das ist ja gut. Oder normal gut. Oder? Kappa, genau. Impfungen. Das sind nämlich auf Resident Evil 4, ne? Wo man dieses Virus in einem hat und dann muss man das da raus. Ja, wo man sich sozusagen impfen musste. Das rausholen musste, ey. Auch sehr lecker aus. Ja. Was müssen wir hier genau machen? Achso. Ach, hier kann ich das ausmachen. Ah. Okay, jetzt kapiere ich es, ne? Ja. Umstellen. Wer auch immer sowas eingebaut hat in einem Labor, dass man das so umstellen kann, diese komischen Dinger da, Laser. Naja. Ist also. Das sind halt Spiele, hä? So, mal schauen. Okay, wieder da gleich. Bitte, gib mal her. Und ich muss. Alter, wer liest nicht das alles durch, Mann? Boah. Impfstoffprototyp aufgenommen. Yes. Chris, du glaubst nicht, was ich entdeckt habe. Morgan Lansdale von der FBC steckt hinter den Terrarigia-Angriffen. Terrarigia-Angriffen. Hat Raymond also gesprochen? Scheint so. Ich habe bisher nur Indizienbeweise. Nichts, um ihn festzunageln. Mhm. Jetzt haben wir aber keine Mitarbeiter, die. Wir haben nur, den Prototyp-Ding da. Toll, gell? Sind da wieder Gegner, oder? Doch nicht. Ja, lame, ey. Weil du schon alle Gegner besiegt. Das geht gar nicht. So. Aua.
Und jetzt? Daten-Download. Bitte warten. Bitte warten Sie. Sie werden gleich zu einer von unseren Mitarbeitern weitergeleitet. Das eure, ihr Technik-Support. Download beendet. Ich habe heute Big Bang Theory angeguckt, ne? Da gibt's so eine Folge. Da müssen sie so eine Drohne reparieren. Ihr kennt wahrscheinlich alle Big Bang Theory, oder? Und ja, dann haben sie das nicht repariert bekommen, obwohl ja der Howard Masterabschluss hat in Ingenieurwesen. Und dann sagt Bernadette, ach, warum ruft nicht einfach beim Technik Support an? Sagt Howard, es gibt zwei Leute, die wohl beim Technik Support anrufen und die sich über die Leute, die dort anrufen, sich lustig machen. Dann haben sie angerufen und dann sagt er am Telefon so, sie werden gleich zu einem Mitarbeiter von uns weitergeleitet. Was zur Hölle? Bitte warten. Ja, wow. An den Dinger kann man sterben, das wisst ihr. Hab ich ja schon mal gesagt. Ist halt so. Ich denke gerade, ich muss alles nochmal machen. Das wäre jetzt blöd gewesen. Machen wir hin. Download. Bitte warten. Ach, Big Bang Theory. Der Sheldon Cooper, ey, beste. Oder Chimpanzen. Download beendet. Bruh. Ja, irgendwie hab den Bug auch manchmal, ne, bei diesem Haus. Jill, irgendwie komisch. Antworte, verdammt. Ich weiß nicht, was Twitch da macht. Das ist ein Notfall. Komm sofort her. Das ist ein Notfall. Bitte, bitte, bitte. Das Problem ist... Ja, ich weiß gar nicht, welchen Weg ich nehmen muss hier. Toll, ne? Ja, wo muss ich denn lang? Ach, einfach oben. Er hätte einfach oben drüber schwimmen müssen, ne? Oh. Wow, das fängt ja schon gut an. Ja. Nochmal Intim. Das machst du schön. Chill. Chill, Valentine, chill doch mal. Chill. Die chill chillt. Weil die Chill gerne chillt. Chill, weil die Chill gerne chillt, genau. Download. Die Folge kennen. Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, die kenne ich sogar nicht, ne? Das ist einer der wenigen Folgen, die ich nicht kenne. Aber. Meistens kenne ich. Jill, kommen! Hörst du mich? Antworte, verdammt! Das ist ein Notfall! Ich könnte mit dir auf Prime mal suchen, wo die ist. Da habe ich ja alle 9 Staffeln, die 10. nicht. Aber es sind viele Folgen. Warte, hier gibt's noch ein paar Goodies, komm. Aber hier, ach so, nicht da hinten. Na wunderbar! Ja moin! Ja, die muss ich mal suchen. Wenn ich mal wieder bei Prime Video schaue. Was für Rübsen, ich will aber hier nicht rübsen. Ja, warum schwimmt eigentlich so illegales Zubehör einfach so rum? Das sieht so unnatürlich aus, wie das da einfach so rumschwebt. Es soll schwimmen, ja. Es sieht nicht so natürlich. Alles okay? Ja, vorerst. Schwimmst in infizierten Wassern, das weißt du. Das ist nicht gut. Oh nein, geh doch die Treppe hoch, Jill. Chill. Jill. Ich hab jetzt den Code. Gut.
neutralisieren wir den Virus. Mhm. Wo hast du was eingegeben? Gar nichts. Das Passwort lautet Passwort. Das ist immer das Beste, ne? Passwort, Passwort. Naja, sag mal, es ist so leicht, ne, dass es auch wieder schwer ist. Da kommt kein Mensch drauf, ne? Irgendwie. Morgan Lansdale. Ich wusste, dass O'Brien und sein Schuss und Raymond in meinen Sachen rumschnüffeln. Mit euch hatte ich allerdings nicht gerechnet. Also das Bild bewegt sich ja gar nicht. Das war mein einziger Fehler. Du warst es also, beim Angriff auf Terra Grigia. Jill, pass auf! Oh, los geht's. Wir kommen nur hier. Oh Mann. Ah! Die Herren des Rings. Das kenne ich doch gar nicht. Die dritte Stadt. Cool. Dann habe ich schon mal eine Eingrenzung, ne? Das ist schon mal gut, ne? Oh, bleib doch mal fern mit deinem komischen Ding da. Geschoss da. Uff. Oh, oh, oh. Ja, ich habe das Bild von deinem Gamepad gesehen. Schade, ne? Ich hätte ein bisschen mehr zucken können. Also das ist wirklich schon heftig, was du mit deinem Gamepad angestellt hast. Kann man sowas aus deinem Gamepad anfangen? Okay, ich glaube, das geht sogar schnell. Als Gamepad ein Stück scheiße. Ne? Mein Gamepad kann einzigen Kratz. Nein! Ah, oh, ich bin tot. Ich bin tot. Nicht okay. Hab ich noch Glück gehabt. Boah, das hat gar nichts gebracht, ja wunderbar. Oh nee, ey. Jetzt kommen sie beide auf mich, ja. Das ist ja fair ohne Ende. Okay, ich nehme jetzt die Shotgun, ne? Da habe ich gerade ein bisschen viel Muni. Ich glaube, das ist gut. Die halten aber auch was aus, ne? Ich hab das ausgewiesen. Ja, Köder. Ein Köder. Oh Mann, ey. Ach so, LCD ist kaputt. Okay. Also der Bildschirm ist kaputt. Okay. Ja, wenn das ganze Game mit kaputt wäre, dann wäre es ein bisschen teuer. Doch, Gott, noch Scan. Ach, du wolltest doch Chris angreifen. Warum hast du mich jetzt getroffen? Oh Mann, ey. Sorry. Tut mir leid. Nicht. Oh, der hält den Nerven auch noch. Ne? So, weg damit. Weg mit denen. Easy. Na, easy nicht. Oh. Bleib weg. Die machen viel Schaden, glaube ich. Doch, sag mal, ey. Ich bin mal tot. Oh, danke. Ich denke schon. Unglaublich, ne? Unglaublich. Virusneutralisierung beendet. War gar nicht so schön. Ihr habt ja schließlich Umbrella gestürzt. Aber eure Tage des Räuber- und Gendarmspiels sind vorbei. Was hart ist mit dem Bildschirm geflogen? Ach so. Ich hoffe, ihr begreift den Ernst der Situation. Ein Gamepad ist mir noch nie runtergefallen. Seht ihr, nur ein bisschen verstaubt, aber. Viele Dinge machen mir Angst. Eigentlich hat er keinen einzigen Kratzer oder so. Ich muss jede Unvollkommenheit ausbügeln.
die BSAA. Mein lieber Direktor O'Brien, eure ganze Organisation. Ihr macht nichts als Ärger. Ja. Ihr habt doch nicht etwa erwartet, dass ich euch ungestört herumschnüffeln lasse? Naja, es kommt halt drauf an, ne? Wie, in welchem Winkel es fällt. Wenn es ganz gerade auf den Boden fällt. Liegt in meinen Händen. Stürmt's nicht, nein. Wenn es ganz gerade auf den Boden fällt, dann kann es sein, dass es auf die Knöpfe fällt. Dann kann es sein, dass es überlebt. Aber wenn es jetzt so schräg irgendwie, auf irgendwas Hartes so fällt, dann ist er Marsch. Dann ist er Marsch. Das, ja. Weil dann ist es ja noch schlimmer. Mein Handy ist mir schon so oft runtergefallen. Ich habe ja ein Panzerfolie. Panzerfolie. Sieht man die Risse? Das ist denn da so ein Riss drin? Irgendwo, aber sieht man gar nicht so richtig. Also ich meine dann eine Panzerfolie, nicht in meinem Display. Mein Display kriege ich keinen Kratzer rein mit der Folie, nee. die Touchfuchs. Die funktioniert noch, du kannst nichts mehr sehen. Ja, läuft. Aber wenn du nichts mehr sehen kannst, wo willst du dann wissen, wo du hintippst? Rang A. Bisher bei Resident Evil Revelations. Direktor O'Brien, ich weiß über alles Bescheid. Es war alles ein Täuschungsmanöver, von Ihnen inszeniert. Wir müssen die Sache beschleunigen. Verdammt, das war eine Falle. Wieso das? Ah, dann hast du es ja durchschaut. Schön, dass ihr nicht so dumm seid, wie ihr tut. Ich werde versuchen, den Untergang zu verzögern. Verstanden. Wir kümmern uns um den Virus. Gute Arbeit, BSA. Eure Aktivitäten waren erhellend. Erhellend. Hey, Quint! Willst du mit deinen Computern sterben, du Idiot? Hab's klar. Euer Schicksal liegt in meinen Händen. Erst einmal kannst du bitte Remote steuern, ja. Ich habe ja ein Ding. NSMB, Wii habe ich auf der originalen Wii, ne? Ich habe GameCube, Wii und Wii U. Und die ganzen Wii-Spiele zeige ich auch wirklich auf der Wii. Da meine ganzen guten Speicherstände drauf sind, auf der Wii U ist irgendwas eben drauf. Deswegen, dann mache ich lieber die Wii. Und die geht sogar noch. Geht sogar noch. Obwohl, das Laufwerk ist nicht so... nicht mehr ganz in Ordnung. Ich verstehe es einfach nicht. 10 Jahre alt oder so, also schon sehr alt. Vielleicht ist der vergeben, Jessica. Ja, sicher. Fliegen wir jetzt endlich los? Klar. Wir sind ja schon oft durch die Hölle gegangen. Ist ja nichts Neues für uns. Ja, wie in alten Zeiten. Die gute alte FEC. Tja, Raymond. Also Smash geht doch noch. Lass doch Smash so. So, wie lautet der Plan? Zur Brücke. Schanzkleider aktivieren. Und ja, habe ich schon versucht mit transferieren, aber ich habe nicht genügend Speicherplatz, weil ich habe ja nur die interne Festplatte von der Wii U und keine, die interne, ja. Und keine externe oder so. Okay. Und ich habe da schon 27 GB voll. Und das sagt die Wii U, nee, das darfst du nicht, ne? Tja. Warte mal, Ich muss die Cafeteria wieder. Ich muss zur Brücke. Zur Brücke. So viele Spiele habe ich noch nicht mal, ne? Aber 32 GB. Ja, geht halt schnell voll. Und dann noch die ganzen. Okay, Wii Spiele habe ich mehr als Wii U Spiele, ne? Muhahaha. Ja, gehen wir mal da. Naja, ich halt so. Was soll man da machen? Was soll man da machen? Und die Parkour spielen, der hat genauso lange Haare wie ich. Passt doch. Kann er auch so wie chillen, ne? Oh, guck mal, er kann sogar über die Schulter und unten. Cool, das ist noch besser, ne? Noch besser, ey. Und das doch im Laufen. Ja, guck. Besser geht's nicht, besser geht's einfach nicht. Spaß. Dann wollen wir hoch, ja. Yeah. Ich glaube, den Weg zur Brücke weiß ich sogar noch. Ohne irgendwo nachzugucken. Aber er hat keine Sniper dabei.
Warum hast du keine Sniper? Oh nein. Sag mal, wie oft kopfen die noch, ey? Das ist mittlerweile ein ganz normaler Gegner, bis Gefühl. Naja. Was kommen die hier? Die bringen aber ganz schön viel, also man sollte die scannen. Obwohl es auch wenn es riskant ist, aber sonst so. Gerade wenn es riskant ist, bringt das. Oh, ey, Kettenreaktion. Switch hat ja auch nur 32 GB, ne? Der hat so ein Micro-USB und alles schon ziemlich gut. SDSD-USB. Überlegen, ob ich mir dann das auch kaufen. Ja, okay. Vor allem, ich habe auf meiner PS4 habe ich fast 2 Terabyte Speicher voll, ne? Och, scan die doch mal. Kannst du das nicht? Nee, kannst du nicht, wie soll's nicht. Ja, es freut mich. Schwindet doch einfach mal, Mann. Oh, krieg auf. Jetzt sind wir weg. Für eine kurze Zeit. Nee, 500 GB ist gar ist überhaupt nicht viel. Das ist nicht viel, ne? Es geht sehr, sehr schnell voll. Deswegen habe ich ja 1 Terabyte interne Festplatte und 1 Terabyte extern. Spiele ich jetzt gerade auch meine Festplatte drauf. Das braucht aber manchmal sogar länger zum Laden als auf meiner. Die interne Festplatte von der PS4 ist schneller als die externe. Die Festplatte hat 50 Euro gekostet. Dafür ist die interne Festplatte von der Wii U richtig schlecht. Also Smash ladet so ewig lang mit der CD, das ist schrecklich. Das kann schon nicht bringen. Ich denke da immer, es ist, ist abgestürzt. Danke, Kacke, für deine 2 Bits. Echt? Läuft bei dir. Nice. Ah, das Twitch-Update, ne, habe ich gar nicht so richtig mitbekommen, muss ich euch sagen. Lol, läuft. Boah, Junge, ich bin da gerade nicht so gut dabei, muss ich sagen. Aber ich glaube, die haben das mit dem Quali-Einstellen noch nicht gemacht. Nee. Das wird auch nie passieren. Glaube ich mal. Aber naja. Ich hoffe es. Ich hoffe es, aber glaube es nicht. Ja, genau. Ja, du hast nichts geschrieben, ne? Ja, irgendwie habe ich schon noch gedacht, dass du da bist, Game Master, ne? Irgendwie auch nicht. Warte mal, abscannen, na, scan doch. Ah, die wollen mich abknallen. Denn damit das scannen. Gut. Jetzt musst du einmal den abknallen, sind beide tot. So. Easy. Wenn die hat keine Prozente mehr. Egal. Dafür der in der Mitte gut. Es ist die einzige Sache, die bei YouTube besser ist, dass man die Quali einstellen kann. Warte, wie ist denn bei mir heute? Kann man die heute einstellen? Nein, heute kann man es nicht einstellen. Guck. Den letzten Stream habe ich doch. Den habe ich auch unter 540p geschaltet. Also, ist komisch. Muss Twitch echt ändern. Naja. Nur bei Partnern kann man das ja. Parker, wo bist du? Bin fast bei der Brücke. Also Vollpartner. Ich bin schon hier. Ich schließe jetzt die Schanzkleider. Du bist schnell. Du bist langsam. Und du schuldest mir ein Essen. Ich hab dir auch nie den Drink spendiert. Das ist ein Jahr her. Kein Problem. Du kannst mir alles an. Kann man 27p und 30 FPS einstellen, okay. Echt? Rühr dich nicht vom Fleck. Ja, bei mir hat es ein bisschen geleckt gleich. Bei dir. Also gemein ist damit, ne? Das ist halt das Gute, ne? Jetzt gibt eh scheiß Internet und bei 540 Pixel, da haben die mit dem schlechten Internet, so wie ich,
gute Chancen dazu zu gucken. Okay, bei mir ist ja egal, ich will mein eigenes Video gucken. Nur einen Chat gerade nehmen auf. Wäre gut, ne? Keine Bewegung. Hacker? Verräter. Ein Spion hat die BSA infiltriert. Morgenspion. Das könntest du sein. Das hat Raymond mir gesagt. Was redest du denn da? Wir haben keine Zeit für... Ja. Parker, nehmen Sie diese Frau fest. Raymond? Wie? Aber du warst doch... Oh. Aha. Sie will den Selbstzerstörungsmechanismus des Schiffs aktivieren, um alle Beweise zu vernichten. Boah, ey. Was? Alle so fies, Mann. Jungs. Beruhigt euch. Also ja, Folge. Werfen manche vielleicht so besser. Also, dass die mit dem schlechten Internet ein Stream schauen können. Ich kann dir nicht vertrauen. Noch nicht. Waffe runter, Raymond. Ja, sie haben keine Ahnung. Sie sind viel zu leichtgläubig. Ja. Zu leichtgläubig, ja. Das stimmt. Hübsch, Männer. Lol, ja. Ich wusste von O'Briens Schoßhündchen. Ich sag morgen, dass du's warst. Hallo, Ibim, hey, willkommen, Kaffeekorax. Wie geht's dir? Wir kennen uns ja. Jetzt sind wir quitt. Von, Muggel, immer Muggel. Obwohl, wir kennen uns auch, weil ich dich zugeschaut habe. Geh hinterher. Wie geht's dir? Wie war das? Los! Und schön, dass du eingeschaltet hast. Einfach zurücklassen, ey, das ist unerhört. Eins für 30 FPS und eins für 60 FPS. Ach so, okay. So geht das also. Okay. Interessant. Voll gefressen. Und ich bin voll getrunken, voll gesoffen. So. Diese Dramatik dabei, ne? Achso. Jetzt wird auch wieder ein bisschen Action. Ach so, du kannst es bei OBS umstellen. Ah. Okay. Mit OBS muss ich mich auch noch auseinandersetzen, wenn ich die Elgato habe. Ich will mir ja Markus zuschicken, ne? immer noch super nett von ihm. Genau wie die Queen Zenobia. Selbstzerstörungssequenz eingeleitet. An alle sofort evakuieren. Der Vorgang kann nicht abgebrochen werden. Wiederholung. Warum gibt's das überhaupt? Warum gibt's einen Selbstzerstörungsmechanismus bei so einem riesen Schiff? Ne, ich check es einfach nicht. Warum? Also, ist euch jetzt endlich alles klar geworden? Völlig klar. Endlich kennen wir unser Ziel. Ja, es ist schon teilweise Action dabei. Ich weiß, ist auch nicht so gut, aber irgendwie mag ich das Spiel trotzdem, weil es auch nicht. Hat was. Hat was. Ich wünsche Ihnen viel Glück, mein Herr. Aber ich finde es besser, viel besser. Ja, zuerst müssen wir hier rauskommen. Das Spiel ist halt ein bisschen kompakter, ne? Kürzer. Hier, Hedrick, Kirk hier. Erwarte Befehl. Hedrick. Ich kreise über der Queen Zenobia. Treffpunkt am Vordeck. Vordeck. Es bleibt nicht viel Zeit. Also los. Wiederhole. Hier, Hedrick. Ja. Zum Vordeck geht's hier lang. Okay, Google, aktiviere Selbstzerstörung. Ich muss das bei Siri machen. Bei Siri geht. Ne, bei Alexa, ne? Ich hab mal bei Saturn bei Alexa gesagt, Siri, aktiviere Selbstzerstörung. Und das sagt die Selbstzerstörung aktiviert. 5, 4, 3.
2, 1. Selbstzerstörung abgebrochen. Versuchen Sie es nochmal. Oh Mann, ey. Diese Alexa, ne? Diese Alexa. Oh. Ja, aber Google macht nicht so viele Gags wie Siri oder Alexa, finde ich. Aber naja. Aber naja. Lol, läuft. Och nein, da kommen wieder diese ganzen Viecher. Ne? Ich sag mal, die Action ist nicht in dem Spiel nicht so krass wie Resident Evil 5, das muss man mal sagen. Also, nicht so krass ist es einfach nicht. Ey, danke Kaki. Und spiele Wohaio 1. Und spiele Lull? Du musst eigentlich lang, bist du. Ah. Oh. Wer war denn das da vorne gerade? Wer war denn das? Hallo. Oh. Hi, Jill. Kannst du stehen, Parker? Nee. Danke, Jill. Danke, Jill. Danke, Jill. Jessica hat geschossen. Es gehört zu Morgen. Jessica. Jessica. Oh. Bitte nicht. Ach, Pistole. Okay. Legt nichts mehr rum, nichts mehr interessantes. Also bei Resident Evil 5, wie gesagt, das ist ja wirklich. Das ist ein reines Uncharted. Oder it's Call of Duty. Da kommen wir nicht vorbei. Mist! Können wir das nicht abstellen? Doch, kann man. Aber wo? Aber wo? Ah, hier, so. So einfach geht's, ne? So einfach geht's. Wow. Verdammt! Werd nicht übermütig! Oh Mann! Alter! Das ist fies, da auszuweichen. Komm weiter, schneller! Ich drück doch schon vorne! Chris, gib mir einfach Deckung. Deckung. Ja, dann mach mal. Ja, aber guck mal, er schafft doch nichts mehr. Er kann einfach nichts, ne? Das sind immer dieses Sagen so, ja, ich gebe euch Deckung. Aber guck, er schießt, ne? Aber nein, ey. Ich kann doch nicht ausweichen, ne? Ich kann doch nicht ausweichen. Ey. Das ist eine tolle Deckung, was du gibst. Tolle Deckung, weißt du das? Lass uns doch nicht mal durch, ne? Ja. Oh, Chris, ey, du kannst doch überhaupt nichts, ey. Was hat denn der für eine Pistole? Das ist doch. Mhm. Ja, streamt er wieder, genau. Ja, da streamt er wieder. Mhm. Willkommen, Game Over, wie war der Tag? ja. Ey, Chris. Komm. Kannst du stehen, Parker? Nee, kann er nicht. Ja. Danke dir. Jessica hat geschossen. Sie gehört zu Morgan. Er hat eigentlich schon in die Brust bekommen. Okay? Aber eigentlich, also eigentlich sollte er noch laufen können. Aber also okay. Da kommen wir nicht vorbei. Mist. Können wir das nicht abstellen? Nee. Okay. Jetzt, so geht das, so geht das. Ja. Verdammt! Werd nicht übermütig! Ja, ich kann man denn da ausweichen, bitteschön? Wie soll man mit dem ausweichen? Mensch mal. Soll man das irgendwie können, oder? Also, ich mag das Spiel schon, ja. Manchmal ist auch ein bisschen blöd. Manchmal ist das Spiel auch ein bisschen blöd. Ich erkläre es später. Deckung. 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 Ja, ja. Dann gehen wir voran. Oh, guck mal.
denn da an der Deckung, bitteschön? Was ist das? Das? Da muss man jetzt durchgehen, wenn die so wackeln, ne? So straucheln. Ja. Kann sich ja null bewegen. Oh Mann, ey, das ist doch. Hallo, hier ist jemand, warum schießt er nicht? Och, Chris, ey. Er kommt ja noch nicht mal, ne? Er kann einfach nicht. Ich halte euch nur auf. Verdammt. Tja. Du hältst uns nur auf, ja? Das wissen wir. Das wissen wir alle. Deswegen verpiss dich einfach. Also egal. Oh. Das hab ich jetzt nicht gewusst. Ich hab gar mal keine schießen. Okay. Jetzt ist eh vorbei. Mit ihm. Du hast beim Feierabend sein schadenfreudiges Grinsen ausgetrieben, okay? Jetzt ist der Schiff. Parker! Er hat ein schadenfreudiges Grinsen, das ist sehr interessant, ne? Aber er macht es nicht mehr. Hm? Auch gut. Auch gut. Ja. Verdammt! Auch seid ihr schwach, Mann. Zeit. Was? Wir sehen uns. Bis dann und ciao. Ja, die wohl Spiel kennen, die wissen das am Ende. Ja, Spoiler mal nicht, ne? Wer spielt auf der kleinsten Violine der Welt? Wir müssen los. Ich weiß. Tja. Vor allem, wir sehen uns. Wo du weißt, dass er stirbt. 4 Minuten 30. Die Zeit wird knapp. Aber mal ganz chillig, der Countdown hält jetzt an und wir müssen mal ganz chillig alles ausmischen. Mit dieser schönen, entspannten Musik, genau. So muss es sein. So. Schaden 5, Alter Schwede. Betäuben Schaden 3. Ich kann noch Schaden 3 machen. Feuerrate 3. Besser, ne? Ja. Was gibt's noch? Maximal 100 habe ich schon. Tollen 1. Boah. Gut. Können wir ja weitergehen. Weil wie ist die Feuerrate jetzt von der Sniper? Oha, das ist ganz schön gut. Ich habe keine Schuss, ich habe nur noch einen Schuss, ja wunderbar. Ach nee, mein Laptop. Das hat jetzt wieder geöffnet. Ah. Dann hab ich so gesagt, dass ich in letzter Zeit nicht mehr glücklich bin und er meinte. Ach so, okay. Also hast du dich ordentlich bei ihm beschwert, wie es aussieht. Hey Kaki, danke für den Bild. Nee, hab ich noch nicht gehört. Klingt interessant, digitales Exklusiv. Weiß gar nicht mal, was das ist. Mal schauen, ne? 3. September ist ja schon bald. Ach, so DuckTales. DuckTales. Wow. Ich kenne den Text nicht so gut. Sind DuckTales. Ey, schau ich mal an, ne? Achso, blöde Autokorrektur, ja gut. Ey, DuckTales wird nice, ne? Richtig geil. Ach, der lebt noch!
Uiuiuiui. Alter, 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 Walter. Lass mal noch kurz nach. Genau, so ist gut. Oh, mein Energy ist schon leer, Mann. Oder schaut ihr auch gern, wie heißt, Bugs Bunny in Looney Tunes, ey, so geil. Roadrunners, das Beste, ne? Miep, miep. Feierte. Also geht's nicht. Das Beste von Bugs Bunny und so finde ich wirklich Roadrunner. Der neue ist von Mark Foster. Also, ich glaube nicht, dass er besser ist als der alte. Der alte ist cool. Von daher. Mark Foster muss ein neues SpongeBob-Lied singen. Ja, gut, ne? Kaffee Korax bist du noch da? Fast da, Chris! Los, Beilung! Fast da, Chris! Ich würde gerne mal eine MG haben. Ich fliege zum Vorteil. Aber jetzt kommt da gleich wieder ein Boss. Ein Boss. Big Boss. Störung. Sehe ich jetzt uns gerade. Okay, da muss man aufpassen. Wo eben die Kisten runterfallen. Nee. Ja. Oh. Musik macht mich ganz hektisch. Ui. Schiffsicht, oder meinst du jetzt das fette Ding da? Ja, ich glaube nicht, dass ich muss ihn mal annehmen, der ist aber nicht besser, glaube ich, ne. Ey, der alte ist, der ist einfach cool, ne? Bugs Bunny könnte ich auch nicht einfach oder bei SpongeBob einen neuen Song machen. Ah, nein! Oh Gott. Das ist doch das lustige Taschenbuch, oder? Ist doch eigentlich DuckTales, oder? Eigentlich ja schon, das heißt halt lustiges Taschenbuch. Nee, in meinem privaten Durchlaufen, da habe ich das alles ohne Sniper und ohne Magnum geschafft. Hm. Das war hart. Wohl, da war es gewohnt. Muss man höllisch versuchen mit der Sniper. Ja. Der. Chill so. Du Arsch, ey. So, dann geht das Spiel gar nicht mehr, ey. Guck mal, wie schnell das rumgeht. Es kommen noch 2 Episoden oder 3 Episoden, dann war's das. Da haben wir's durch. Ja. So lang ist es dann doch nicht, ne? Bei dem Boss jetzt. Bei Resident Evil Revelations. Keine Bewegung. Sie will den Selbstzerstörungsmechanismus des Schiffs aktivieren, um alle Beweise zu vernichten. Endboss. Das ist cool, der Endboss. Muss man aber auch tun. Assistentin den letzten Zug gemacht. Also, ist euch jetzt endlich alles klar geworden? Ich bin ja wirklich nervig, wie wir das gemacht haben, wie in so einem Film. Zurückblendet. Eine gute Sache in Revelations. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Parker. Ja, also der Boss, da muss man gut ziehen können. Ne? Offenbarungen. Genau. Ey, das ist viel, ne? Alter, es ist so fett.
Aufnahme der Passagiere nicht möglich. Fliege weiter im Kreis. Hattrick Ende. Oh, habe ich jetzt übersprungen? Ich wollte gar nicht überspringen, ich wollte Pause machen. Danke für dein Host, Game Over, vielen Dank. Ja, die Resident Evil Filme, ne? Wir haben nichts mit dem Spiel zu tun. Wenn man es mag, wenn man das Action-Zeug mag, dann ist es, dann sind sie gut für einen, aber trotzdem haben sie nichts mit dem, nee, die haben gar nichts mit dem Spiel zu tun. Das ist halt das Schlechte, ne? Und wenn man sowas mag, dann mag man es. Dann hätten sie es irgendwie anders stellen müssen. Ich schaue es ja auch ab und zu an, aber trotzdem hat es einfach nichts damit zu tun. Danke, Torgelein, für die 10 Bits. Jetzt muss man sich nur noch in Erinnerung rufen, dass dieses Spiel eigentlich ein 3DS-Spiel ist. R10. Ja, es war ja 3, gab es ja auf 3DS und auf der Wii U. Auf 3DS vor allem. Warum auf 3DS? Warum? Wer. Naja. Okay, jetzt hab ich kaum Muni, ne? Kaum Muni. Naja, aber man kriegt Raketenwerfer. Und Raketenwerfer. Nur mit Raketenwerfer kann man den auch wirklich down kriegen. Ohne geht das nicht. Das sind wir diesen Boss, mit dem mit Raketenwerfer zurückgegriffen. Ja. Ich muss sagen, dass zu wissen, wie auch mal am Ende ein bisschen actionlastig ist. Ist aber nicht schlimm. Munition! Sonic Outsource Racing. Munition! Raketenwerfer. Feuer, Jill! Das geht! Wirklich, das geht. Hätte ich gedacht. Ach nee, jetzt muss ich meine ganzen Waffen noch extra auf. Oh. Man sieht, ich habe gar keine Muni. Gar keine Muni. Nur noch für Shotgun, aber das bringt mir ja nicht besonders viel in den Shotgun. Nicht viel, ey. Oh, die sind jetzt so ganz nah dran, ne? Lol, wie das aussah mal wieder. Naja. Ich weiß auch nicht, ne? Ich mach was lieber ein HD-Remake für die Wii U, ne? Aber naja. Nimm mal. Ja, wenn ich irgendwas liegen lasse, Game Over, dann ist es ja nicht schlimm. Weil, wenn man einfach liegen lässt, dann ist sie ja nicht gleich weg. Dann kann man die in seiner Inventarbox ja wieder ausrutschen. Ist sie ja nicht vollkommen weg, ne? Ich kann die selber liegen lassen. Dann sind sie trotzdem ein. Ich muss aber alle hier. Ich könnte aber alle hier scannen, theoretisch, weil das bringt was. Auch wenn ich so viel. Aber wenn man das fette Gesicht, das kann man nicht treffen. Das bringt gar nichts. Aber man muss eigentlich gar nicht anfangen, ohne Raketenwerfer irgendwas hinzufangen. Das geht nicht bei dem Boss. Geht einfach nicht. So. Komm. Dude. Muss es sein, ne? In der Tat mit diesen riesigen diese kalten. Ich weiß nicht, was ihr da gemacht habt. Ich lasse die Leiter runter. Kommt drauf. Ja, Luigi's Mansion 3 für Switch wäre richtig geil, ne? Aber die brauchen wollen jetzt auch schon mal alle guten Wii U-Spiele porten, ja, wie immer. Und ja, naja. Na, viele, ich habe eigentlich schon fast alle guten Wii-U-Spiele geportet. Ja.
festhalten. Ich hole uns hier raus. Nein, noch nicht. Dieses Ding darf nicht überleben. Okay. Nicht überleben. Okay, letzte Phase. Das Ding, ey. Ne? Bereit, Chris? Unmöglich. Das ist aber gar nicht, gar nicht mal so. Das ist eigentlich nur eine Mondstunde. Theoretisch. Theoretisch, aber theoretisch heißt eben. Leider. Achso, Granate abbrennen. Stimmt. Kann man es endlich machen? So. Ist ja geil. Ist ja easy. Geht der Boss ist nicht schwer. Boah, Junge, oh, hat es eine Minigakraxe. Oh, direkt vor mein Gesicht hat die geschossen. Das Ding sieht schon geil aus, ne? Also, puh, irgendwie schon geil gemacht. Schon mega krass aus. Sieht halt eklig aus, muss das aus. Oh, oh, nein. Wo geht das? Ja. Komm, schieß, schieß, schieß. Ah, ich hab keine Granaten. Okay, da ist der Haken an den Granaten. Okay. Der Haken an den Granaten. Okay. Immer die Gliedmaßen. Maßen nachwachsen. So was will die auch können. So, nee. Ist doch nicht begrenzt. Ja. Muss nur halt warten, bis man wieder welche einsetzen kann, wahrscheinlich. Kann natürlich sein. Wollen nur die Arme machen was, ne? Sonst macht er ja gar nichts. Ah, alter Schwede, was gibt's gerade für eine Kamerabewegung? Marie doch schon, ey. Kriegen wir schon gebacken, ne? Ja, die Granate muss ich mal richtig treffen, ne? Trotzdem krieg ich die schon. Schon knapp. Also, wie lange geht denn das noch? Ja, aber Schaden nicht. Nur noch gucken wegen Revelation 2, ne? Ich habe aber keinen Bock, jetzt gerade 30 Euro für dich auszugeben, würde ich sagen. Ich hätte die erste Episode kostenlos, ne? Weil die auch so unglaublich lang geht. Ach ja. War ja was. Noch sein Maul und dann war es das, ne? Oh. Stop. Ja, X. So. Genau. Er geht down, er geht down. Ja, aber es ist. Racy 4 war eh geplant, ja. Das war ja eh geplant, ich meine halt danach. Dann hätte ich halt besser die Level 5 und 6 noch, aber. Und das war's dann wohl mit der Zenobia. Ich hätte auch besser die Level 1, aber. Ja, von den alten Teilen bin ich nicht so gut, ne? Kameraführung. Aber ich habe besser die Level 1 durchgespielt und viel Hilfe. Das gab's auch mal kostenlos bei PS Plus. Gar nicht daran denken, dass das Ganze ein Fehler war. Mein Fehler. Boah, wieder meine Kamera, wartet. Dann legen Sie jetzt die Karten auf den Tisch, O'Brien.
und lassen Sie nichts aus. Okay, vor einem Jahr fing alles an. Genau hier, in Terra Grigia. Terra Grigia. Och, und jetzt kommt wieder mal Hunter-Mission. Das ist Musik. Inhalt wird gespeichert. Genau, Inhalt wird gespeichert. Na, jetzt kommt nochmal eine Rückblende. Bin ich auch ganz nice gemacht übrigens. Terra Grigia. Und Rückblenden. Ach, eine Sache, weil ich an Resident Evil 5 gut finde, dieses in Albträumen gesucht oder wie es heißt. DLC. Ja. Ich glaube, das ist gut. Das ist, zum Kommandoraum. Das ist Horror, aber. Es geht schnell im Stream, ne? Uah, sehr schnell. Schnell, sonst ist das ja, in so den Rückblenden sind immer Hunter. Scannen kann ich ja nicht, weil es ja die Vergangenheit ist. Ich hab kaum Muni mehr, sieht euch das an. Das ist ja fies. Das ist ja sehr fies. Oh man. Oh man. Ich muss ja kurz noch mal gucken, ob ich irgendwo Muni rufe. Mal schauen. Futtringen, so Kommandore. Bereich der FBC immer erweitern. Genau vor dem hier hat er die Welt immer gewartet. Boah, mega ganz schlecht hier. Durch diesen Vorfall machte die Krise Schlagzeilen. Könnte gute Werbung sein. Ja, vielleicht begreift die internationale Gemeinschaft es dann. Die FBC braucht noch viel mehr Einfluss. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee. Nö, nee. Hey, verdammt! Also, oh, Raven, ah. Raymond, nicht Rayman. Ja, Rayman, genau. Rayman spielt hier. Ja, hallo, ich hab nur noch eine Muni. Was soll ich machen? Ich hab nur noch eine Kugel. So, mehr habe ich nicht. Scheiße. Was jetzt? Ah, der kriegt das schon hin, ne? So will ich halt Messer. Oder hier Granate werfen, da habe ich ja nicht. Oh ne, da ist ja Muni. Müssen wir sie loswerden? Und BAM! Und der lebt natürlich noch. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann ja nichts machen, weil ich keine Muni habe, ne? Der Rayman muss alles machen. Rayman, heißt der Rayman, ne? Das war. Hä, was? Achso, warte, ich hab doch Muni schon. So, jetzt aber mal. Zwei Anfänger, die kriegen ja eh nicht dauernd, ne? Komischerweise. Ah, jetzt gut. So, Rayman. Ich nenne ihn jetzt auch Rayman, okay? Wir nennen den das Rayman. Einfach schützen. Ja, es geht mir gut. Gut. Du bist schwer verletzt. Also tu nicht so. Gut, irgendjemand muss ihn stützen. Parker? Nee. Das HQ will, dass du abziehst. Aber ich kann immer noch kämpfen. Nicht sehr überzeugend. Also, los jetzt! Kann denn angedreht, denn, Leute! Da draußen sind Zivilisten! Irgendwas tun! Sie sind in der Überzahl. Wir müssen uns sammeln. Wo? Wo sammeln, ne? So, bitte ein bisschen Muni. Ich brauche Muni, ey. Das geht gar nicht. Geschafft. Hat sie bewaffnet. Und die BOWs? Müssen bestraft werden. Bestraft werden. Okay. That's the spirit. Oh Gott. Ja, ich glaube, auf Englisch wäre das sogar besser, ne? Ich hab's einfach auf Deutsch gestellt. Mann. Ich höre schon jemand. Ein Hunter. Ich höre Hunter.
Das sind sie, genau. Du bist zu jung für den Heldentod. Ich kann mir gar nicht reden. Oh, Parker, ey. Bisschen arg streng zu dem, ne? Wenigstens halten sich hier nichts aus, was die Vergangenheit ist. Genau. Die Hunter-Technik hat sich weiterentwickelt. Heute kann man die gut, heute kann man bessere Hunters entwickeln. Ach, man kann die, man kann das Treten triggern, ne? Indem die, wenn die an zu einem springen, dann muss man sie anschießen. Ich glaube, Resident Evil 7 gibt es mit deutschen Untertiteln, oder? Deutscher Synchro. Englischer Synchro. Ich glaube, das gibt es gar nicht mit Deutsch, oder? So wie ich weiß nicht. Also an der Wii. Ich habe das Spiel ja auch an der Wii. In der Wii-Mode gespielt. Auf normal. Normal ist bei Resident Evil 4 schon ziemlich hart. Ja. Nicht gut. Du verlierst Blut. Es ist so riskant, ihn zu bewegen. Er blutet doch gar nicht. Ich sehe doch nichts auf dem Boden. Hier sollten wir sicher sein. Das glaube ich nicht. Wenn irgendwelche Handlers einfach so reinkommen. Na, guck, also gibt's nur auf Englisch. Dann werde ich es wohl auf Englisch machen. Wäre das so eine Idee. Oder ich mache es auf Japanisch. Das geht auch. Wir kommen zurück, Kadett. Warte hier. Alles wird gut. Ja. Ja. Nee, was die viel denn? Schön englischen Synchron sprechen. Leon! Ne. Help me, Leon! Ich kann die da unten rumschreien. Die Tochter vom Präsidenten. Ja! Ich kann ja gar nicht. Wartet, apropos Ashley, ne? Ich hab auf Instant Button, ich muss es euch kurz zeigen. Da gibt's so einen Sound. Also, das ist jetzt so geil, ne? Ja, Ashley, ne? Wenn es mal laden würde. So, jetzt. Ist gar nicht, ja, ist mir doch wurscht. Ich will doch nur meine Favoriten laden. Ja. Internet ist mir gerade egal. Er reagiert nicht, ja, wunderbar. Warten, so. Wo war es denn? In Resident Evil 4? Und hier irgendwo, gell? Hier. Gebt euch. Also, so würde ich auch rumschreien können, ne? Leon! Help! Wenn ich überhaupt könnte. Wenn ich es könnte. Ach ja, verstehe. Die muss man auch hören, sonst rettet sie niemand. Tja. Tja. Oh, Mann. Hier muss er wieder gewischt werden. Aber er hat gesagt, nicht gewischt, das ist ja nicht der Boden. Ja, es wird mir oft hören. Vor allem, weil ich es dann immer zurücklasse. Warte. Bin ich richtig? Nein, bin ich nicht. Ich habe eine Sackgasse, ja, wunderbar. Stimmt. Warte, wo muss ich denn hin nochmal? Ach so, dahinter. Ja, wissen Sie, das sieht man auf Japanisch. Ja. Bei englischen Synchronsprecher, ich muss sagen, die deutschen Synchronsprecher von Resident Evil 7 finde ich besser als die englischen. Ich will ja nicht reinreden, aber bist du zu dem Neuen nicht zu hart? Oh, du meinst Gott. Raymond? Burschen wie er brauchen Härte, um erwachsen zu werden. Na schön. Jungs und ihre kleinen Spielchen. Weil die englischen Synchronsprecher, die klingen so normal, ne? Und bei die deutschen von Jack zum Beispiel, so richtig aggressiv, ne? So, kommt der Familie! So. Das finde ich halt besser, ne? Ja. Auch bei Lucas, ne? Bei Mark wird da auch, finde ich, englische langweilig, muss ich sagen. Es ist einer der wenigen Spiele, wo die Deutschen besser sind. Für dich. Japanische kenne ich noch gar nicht. Oh, guck mal, was im Fernsehen kommt, ne?
Oh, die Sendung ist gut, ne? Ah, das ist doch, oh, das ist RTL, genau. Das ist RTL-Qualität. Ich meine, guck mal, wie viel man da, wie krasses Zeug man da sieht. Danke, Kacke, für dein Bild. Was das ist, nicht mit Drachenlord, Ohio, Anna. Was war gestern mit Drachenlord? Ich verfolge Drachenlord nicht. Metal, Leute. Bah. So kann man es triggern, das mit dem. Testbild, 2.0, ja, Testbild, ey. Man braucht für das Markus nicht einfach weiter, ey. Es war wirklich das erfolgreichste Let's Play. Angefangene Let's Play. Aber es geht leider nicht weiter, ne? Es geht gar nicht. Was ich das wohl machen? Wenn das mein PC überhaupt schafft, weil Testbild ist wirklich so unglaublich aufwendig, diese Grafik, ey. Es ist. Boah. Ich weiß nicht, ob das mein Laptop überhaupt hinkriegt. Das ist echt. Boah, jo. Er bewegt sich auch so viel, ne? Das ist einfach so. Also die Muni ist ja echt knapp. Oh, okay, doch nicht. Ich habe viel mit Pistolen. Was? Tony, zur Hölle. Was ist das? Ein Messer oder was? Genau, was ich brauche. Okay. Keine Ahnung, was das heißt. Ich glaube einfach mal, das ist so ein gutes Messer. Ah, Bitrate, ne? Ah, danke für dein Bitkacki. Ja, Bitrate, ne? Bei mir immer. Beste! Wisst ihr doch. Oh, beste Quali bei mir. Wunderbar. Besser geht's nicht, gell? Mhm. Ich weiß ja gar nicht, wie es aussieht, ne? Kann ja mal gucken. Wenn man ganz schnell bewegt, wie sieht das aus? Es geht, ja, okay. Ja. Ganz normal eben, ne? Ah, aussieht so ein Messer, ne? Danke, Torgelei, für dein Bit. Ach so, und zur Gamepad-Geschichte zurück. Ich hol mir auch gleich eine größere Batterie für das Game. Pit, wenn ich das Gamepad aufschraube, Cheer 1. Die Batterie vom Gamepad, ne? Ich zock 2 Stunden Smash-Batterie, ne? Deswegen tue ich jetzt auch die ganze Zeit am Stecker lassen, weil das ist mir zu dumm. Das ist mir echt zu dumm. Aber naja. Und außerdem, wenn ich jetzt 2 Wochen nicht zock, ne? Dann ist das Gamepad von allein leer. Ich weiß nicht, ob das im Gamepad liegt oder ob nur mein Gamepad liegt, also dass mein Gamepad dann irgendwie kaputt ist. Meine ganze View ist am Arsch, ne? Also, Mario Kart 8 will es nicht laden, Internetverbindung ist ganz schön schlecht, ne? Die verbindet sich manchmal überhaupt nicht und alles, also. Mehr Hunter! Meine View ist echt scheiße. Komm zurück! Raymond hat Probleme. Wir müssen zurück. Ich wusste, der ist. Was für ein Gamepad? Gamepad! Das ist nicht an ihm aus. Das Gay. Pit. Wie die Google-Stimme sagt. Warte, ich muss auf Kinder gehen. Wieder runter. Uh-oh. Nein. Bleib schön weg. Du bleibst weg. Okay. Aber bei dem Bildschirm, ne? Da kann es sein, dass es ein bisschen verpixelt dann aussieht. Die Bitrate dann zusammenbricht. Ich versuche gerade Pausebildung zu erstellen, ne? Also ich erstelle meine Sachen selber gerade. Ich kann immer nachher auf Discord mal das schicken, wie er hier bis jetzt aussieht, ne? Und den wollte ich überraschen, also. Warte, wo muss ich denn da lang? Nein, muss ich nicht. Hä? Muss ich jetzt lang? Muss ich doch gar nicht lang, ne? Eieiei. Beste Internet, ich schwöre, mein Internet ist so geil, ne? Ist so nice, ja, ich liebe es. I love it. Ich bin umzingelt, ich weiß nicht. Du wirst nicht sterben. Willkommen.
Naja, bei dir, ne, da, bei dir gibt's wenigstens keine Qualitätseinbrüche, Tom. Ist einfach so. Ja, hast du Glück. Bei mir schon. Aber liegt auch teilweise an der PS4, dass die halt ist ganz schön runterskaliert, also sehr krass runterskaliert. Wie es dann die Elgato macht, mit OBS und so. Mal gucken, da muss ich wahrscheinlich auch die Bitrate runterstellen, aber es sieht auch dann trotzdem besser aus als an der PS4, das kann ich euch sagen. Aber ob es gut aussieht, ob es richtig gut aussieht, naja. Hey, weiß ich auch nicht. Du hast gut durchgehalten. Verlass das Kämpfen uns. Wir zeigen dir, wie es geht. Ist der allein da? Das glaube ich nicht, nee. Das ist ein Hacker. Ich kann doch schlagen, Mann. Ach Gott, noch. Ah, nee, jetzt abgeholt. Ich hab gut. Du kannst schon mal down gehen. Geh doch mal bitte. So, Raymond. Sehr schön. Alles sicher. Jetzt kümmern wir uns um unseren Kadetten. Du wohnst auf einem Dorf und ich von in dem Dorf. Ja gut, ne? Bist du schwer verletzt? Mhm. Sieht man. Okay. Die Musik, ne? Jetzt habe ich was gut. Ben, verstehe. Du willst etwas erreichen, aber genug Heldentaten. Du gefährdest damit deine ganze Einheit. Ey, ey. Willkommen in der Realität. Ja, Sir. Ja, Sir. Okay, gleich geht's dir besser. Ich glaube, ich kann gehen. Dann komm mit. Der Aufzug zum Bleib Kommando hier, niemand will dich mit der Rotschöpfe-Wien aufparken, wie sie geliebt werden. Und gleich wieder verletzt, ne? Weiter geht's mit Rayman. Ich wehre alles ab, was kommt. Rayman. Raymond Legends. Raymond Legends. Bleib schön, du bleibst schön fern, okay? Ja, auf einem Dorf wohnt. So kann man es auch sagen. Sag ich jetzt auch mal. Ich wohne auf einem Dorf, ne? Und in dem Dorf hat man allgemein halt nicht so gutes Internet. Zu professionell, ja? Das passt einfach nicht zusammen. Außer jemand hat das alles geplant. Kadett, das geht zu weit. Wir sollen das Problem hier nicht untersuchen, sondern es lösen. Boah, er will doch nur helfen. Und dann schreit er gleich rum. Was ist mit ihm los, ey? Das läuft bei dem falsch, ey. Warte mal. Ah, Mann, ey. Gucken, welcher Stelle ich bei dem Spiel wieder stehe. Also im Verzeichnis. An Platz 1. Mit der einzige deutsche Streamer. Yeah. Ja gut. Ja gut. Ja, ich mein, das ist das beste Musiklevel im Spiel. Ray, Hab ich auch gemacht, Rayman Legends, ne, auf Twitch. Was ist da bitte schon Twitch? Nochmal, da sind überall Hunter. Der Kommandoraum ist gleich da. Halt den Kadetten am Leben. Du bist verletzt, aber das schaffen wir. Der Kadett, der arme, oh, der arme Rayman, ey. Oh. Nein. Bleib weg. Bleib mir jetzt vom Hals. Vom Hals, Leute. Puh, okay, ich kann schlagen. Gut. Ach nein. Aber ich hab beide getroffen. Immerhin, ne?
Okay, ich habe noch genug Heilungen. Irgendwie finde ich gerade ziemlich viel Heilungen, ne? Gut, gut. Gut, 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 gut. Nicht klug, klug, sondern gut, gut. Ach, Mann, bin ich gerade unwitzig. Unnötig. Unsympathisch, Spaß. Unsympathisch, genau. Ach. Bin ich nicht hergekommen, oder? Bin ich hergekommen? Nee. Wir kümmern uns darum. Kadett, du suchst Schutz im Kommandoraum. Ja, Sir. Oh, oh, oh. Hoffentlich kommst du nur von einer Seite, weil dann kann ich jetzt schon kämpfen. Alles schön besiegen, außer natürlich, wenn ich nachladen muss. Jetzt kann ich aber alle schlagen, ey. Nein, nein, komm! So, komm. Geht doch gerade ganz easy. Locker easy, verdüfte. Bam! Bam, 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 bam. Das war ein Headshot. Headshot bei Hunters, ne? Ihre Köpfe sind ja ein bisschen komisch. Muss ich sagen. Was war wohl der letzte Hunter? Hoffentlich. Jetzt zum Kommandoraum. Sonic Mania, das habe ich mir auch angeguckt von Markus, obwohl ich das Spiel schon am Release-Tag durch hatte, ne? In der Nacht habe ich 5 Stunden lang gezockt, hatte nur die ersten 6 Tonen durch, weil ich mir alles schön erkunden wollte und das Spiel genießen wollte. Am nächsten Tag alles andere. Und Markus war nach einem Monat fertig. Danke, Kaki, für dein Bild. Bist gestern voll außer Kolle geraten, Gesten bei Drachenort. Zum Teil sind Rauchproben gefolgen und es wurde versucht, ein Waldbrand zu legen. Ist zurzeit ganz YT voll damit, wo Helio 1. Ach du meine Güte, ey. Ey, das ist wie ein Anschlag, ne? Und das noch bei Drachenort irgendwie im Video, oder wie war das? Oder im Stream. Hab ich gar nicht mitgekriegt, sowas krieg ich irgendwie nie mit. Ich weiß auch. Ach, kann immer aufnehmen. Ich kann auch gerade keins benutzen. Uiui, YouTube. War schon wieder zugemüllt. Gibt's nur noch was? Alarm ist erkunden wie bei Markus. Aber. Spaß. Wir können weiter, nice. Da geht's ja gar nicht weiter. Ja, okay, okay. Dann eben nicht. War mir nicht schon. Sind wir nicht hergekommen? Doch sind wir, doch sind wir. Mhm. Oh Mann, ey. Wo muss man das nicht? Ach so. Ja, bei dem Eingang war ich gerade, da konnte ich nämlich rein, ne? Komisch. Was habt ihr so geschrieben? Na, ich finde es nicht so gut. Nicht zu den Horizonten. Mhm. Ja, nee. Ich rasch nicht immer aus, ne? Man kann auch ausraschen, aber ich rasch nicht so schnell aus, ne? Vielleicht schrei ich mal kurz rum oder so. Da immer gleich so richtig ausflip und manche Fortnite-Streamer oder so da richtig so ja, richtig rupflur und kurz schwoll auf den Boden schmeiß und das und das. Nee. Ganz hervorragende Neuigkeiten. Kann ich mich beherrschen. Es läuft einfach alles ganz nach. Dann viel Spaß noch bei der Party auf der Queen Dido. Daldo, Queen Dildo. Du wolltest, dass der Virus auf unserem Schiff ausbricht. Das ist unangenehm für die Zuschauer, wenn man dann so rumschreit, ne? Du hast uns ganz schön überrascht. Manche mögen es, aber manche nicht. Ich bin noch nicht fertig. Welche tut mir nicht mit Absicht. Mit dem Schiff haben wir eine kontrollierte Umgebung. Und die Daten über eure Mutation werden einer guten Sache dienen. Ja, natürlich. Deine Dreistigkeit und dein egomanischer Ehrgeiz sind beeindruckend. Mich ekelt immer wieder an, was ihr Amerikaner euch ausdenkt. Ey, die FBC, ich nehme das mal als ein Kompliment. Wir wussten, dass du ein Risiko für uns darstellst. Also haben wir alle Interaktionen aufgezeichnet. Wird das öffentlich, dann war es das für dich. Mhm, das stimmt. Du, was du nicht lassen kannst... Der Einsatz des Satelliten wurde genehmigt. Der neue Virus
wird damit vollständig ausgerottet. Du Bastard! Raymond! Ah, da kommst du. So. Oh. Es führt dich gleich dahin, wo Antwort geben wird dein Auge, wenn du den Grund siehst von der Lüfte Regen. Der Lüfte Regen? Hä? Es gibt einfach keinen Sinn. Er ist ins Feuer geflogen und er lebt einfach noch. Hä? Wie kann man sich das erklären? Wie hast du... Jessica ist entkommen. Wir waren so nah dran. Ich glaube, da waren sie einfach ein bisschen zu... Es tut mir leid, Raymond. Zu erschüchtern irgendwie, um jemanden sterben zu lassen. Zeit. Hattest du recht. Ich wollte nicht, dass da jemand stirbt und dass sie den dann wieder einfügen können im nächsten Ding, oder was? Dass jemand den durchbricht hatte. Dafür müssen sie sich nicht entschuldigen, Parker. Wahrscheinlich, ne? Er ist ins Feuer geflogen, hab ich... Zusammen aus dem Staub. Wer ist ja auch nicht gestorben. Sie sind mein Mann, Kadett. Wall of Ticks. Raymond erkannte, dass Morgan ein Betrüger ist. Also stellten wir ihm diese Falle. Das ist blöd, wenn man alles voll aufgenommen hat und dann... Oh, das ist blöd, ja. Die Koordination der Schiffe. Ja. Alles nur wegen Morgan? Let's Plays mache ich ja nicht mehr, Sir, auf YouTube. Können Sie uns denn nicht einweihen können? Nicht mehr, nee. Das Risiko war zu groß. Nicht mit einem Spitzel, der in der BSAA sitzt. Es tut mir sehr leid. Mit so viel Masse stirbst du nicht so schnell. Ja, okay. Du musst ja alles mal wegbrennen. Alles mal wegbrennen. Ja, ich weiß. Aber noch habe ich nicht aufgegeben. Ja, ich weiß. Ich will kein Office Premium kaufen. Mann, warum macht du uns so Werbung mit dem Laptop? Das Ergebnis ist da. Ist da. Was ist rausgekommen? Wir hatten ursprünglich vermutet, dass Veltro bei der Terra Grigia Party zwei Schiffe benutzt hat. Aber okay. Es gab ein drittes. Die letzte Queen. So. Letzte Episode, los geht's. Labels geht's, ne? Das geht, wie lange die da ungefähr dauert. Das geht, ne? Boah, wie viele schon gerade schon wieder streamen von mir. Eieiei. Leute, ich muss kurz aufs Klo, ne? Wenn jemand reinkommt, sagt, ich bin kurz weg. Ich bin gleich wieder da. Und dann geht's, weil ich speichere jetzt einfach mal, falls es ein ausgeht. Genau. Ich speichere einfach mal, weil warum zu. Genau. Episode 12. Also, bis dann.
wieder da. Nochmal danke, Kaki, für dein Bit. 50.000 Bits. Ach, ist doch gar nichts. Ne? Das ist ein... Warte, wie werden das? Das wären 500 Euro, oder? Warte, wenn denn 100 Bits sind 1 Euro, 10 Euro sind 1000? Ja. Dann werden 500 Euro, okay. Ja, das ist doch kein Pfiff. Wie juckt's? Bisher bei Resident Evil Revelations. 50.000 Euro für Bits, ey. Dann legen Sie jetzt die Karten auf den Tisch, O'Brien. Ja, 500, nicht 50.000. Und lassen Sie nichts aus. Es läuft einfach alles ganz nach Plan. Die Musik hat sich verändert. Was noch bei der Party auf der Queen Dice? Es war ja ein Spaß, Kriegern. Spaß. Raymond erkannte das. Ich glaube, es gibt wenige Leute, die so viel kaufen, ne? Also stellten wir ihm diese Falle. Die ganze Sache mit der Rückkehr von Veltro. Das Versteck in den Daten. Jetzt kannst du ja den Ding kopieren, weil da kann man nicht, kann mich draufklicken. Alles nur wegen morgen? Morgen? Aber noch habe ich nicht aufgegeben. Nein, heute. Keith und Kent haben uns noch einen Joker zugespielt. Okay, letzte Episode. Die Königin ist tot. Okay, ja. Steuern, Mikro übersteuern. Kann ich gut. Nicht. Doch. Ja. Die letzte Queen. Ja. Ach, das ist ein Video. Sie liegt seit dem besagten Tag auf dem Grund des Meeres. Das ist die Drachenschanze. Dann können wir sie also finden. In Terra Grigia. Ganz genau. Es ist unser Verantwortung, diese Mission zu Ende zu bringen. O'Brien, Ende. O'Brien, Ende. Boah, 1 Million Bits auf einmal, Alter. Wer kauft sich so viele Bits, ne? Es gibt sogar ein Bits-Abzeichen. Bits-Abzeichen bis 5 Millionen Bits? Also wenn wir 5 Millionen Bits spielen, dann hat man irgendein komisches Zeichen im Chat. Keine Bewegung. Hallo. Das ist, aber der 1 Million Bits. Wie wären das? 10.000 Euro wäre das. 10.000 Euro. Alter. Wir werden jetzt ab hier übernehmen. Die BSAA steht ab sofort unter der direkten Kontrolle der Scheich, FEC. Genau. Clive R. O'Brien, ich verhafte Sie wegen Ihrer Zusammenarbeit mit der Terrororganisation Veltro. Warum denn? Chris, Jill, Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Die Story von Blaine ist nicht schlecht, ich muss sagen, die ist gut. Da ist es. Ein Chia. Die Überreste Terra Grigia. Ein Chia. Und der Queen Dido. Warte, wie ist das höchste 1000 Euro? Ne, Paper geht noch höher. Aber mit anderen Sachen, Paysafe Card oder keine Ahnung was, und dann nur bis 1000 Euro, weil sonst muss man irgendwas Bestelltes da machen. Aber, 1000 Euro, sag mal. Die spinnen doch. So, los geht's, ne? Ah ja, das ist... Also ich mag das eigentlich. Ich finde das gar nicht so schlecht hier, wie die es gemacht haben. Das ist die Queen Dido. Die dritte Queen. Torgleif, danke für dein Bit. Shamrock, ein viel Glück. Danke. Lass Discord dauern. Warum? Was ist mit Discord? Discord läuft alles wie geplant. Oder meinst du, dass du irgendwie da nicht reinkommst? Also, kann sein. Ja, wenn man das zertifiziert oder so, ich hab keine Ahnung, wie das geht. Mal ehrlich, ist das... Warum soll ich das machen? Boah, da geht 3.000 Euro, sag mal. Ich hab mal irgendeinen Streamer, der 30.000 durch eine Spende bekommen. Alter, das sind kranke Leute, ne? Mal bei Gates hier vorbei schon, ne? Na, dann krieg ich mal was ordentliches. Spaß. So ruhig. Also die Zeit Spaß, freu nicht.
Die Musik auch noch, diese, ne? Klumpen vom Strand, die sind von hier. Ja. Deshalb wird morgen das Gebiet abgesperrt. Hier aber übrigens endlich Luft. Ach, zum Abheben. Danke, Kaki, für deinen 2 Bits. PayPal geht immer noch nicht, oder Tier 1, Tier 1? Weiß ich gar nicht. Beim letzten Markus-Stream ging es nicht. Torge, du hast ja bei Discord ein Ding geschrieben, ne? Das ist halt irgendwie, dass die Nachricht geschrieben, dass PayPal da nicht geht. Bestätigt. Komisch, ne? Komisch. Ja, das ist. Aber ganz im Ernst, warum so viel? 3000, ey. Die größte Spende, was ich gemacht habe, war 28 Euro. Also auf einmal 28 Euro. Ich bin immer einer, der macht kleine Spenden. Nom! Ist einfach gerade wegteleportiert. Es war eigentlich so programmiert, dass der dann gar nicht da ist, aber ich war zu schnell fürs Spielen, deswegen. Boah, das ist halt ein bisschen komisch, ne? Ja, so ein PayPal, das sollte hoffentlich klappt das mal wieder, ey. Da ich mal wieder normal spenden kann. €76, das ist gut. Sollte auch wieder gehen. Da muss ich es mal wieder testen. Aber wo? Markus streamt das am Sonntag. Weiß ich nicht. Die Tür ist verschlossen. Ach, echt? Ein elektrisches Schloss. Ich hoffe, der Notstrom funktioniert noch. Die Drähte sind rausgerissen. Ich kümmere mich darum. Gut, dann gehe ich mich hier lang. Mal sehen, ob ich den Strom ankriege. Ja. Warum schweißen unter Wasser, ne? Auch gut. Auch eine gute Sache. Ja, ich habe einen Spenden-Alert, aber wie gesagt, meine Spenden werden. Ich kann halt die Alerts nicht einblenden an der PS4. Also, ich sehe, wenn jemand spendet. Das sehe ich auf meinem Laptop dann. Aber ich kann das irgendwie nicht an der PS4 einfügen, ne? Weil das halt direkt über die PS4 ist und da kann ich nichts einstellen. Leider. Aber ich krieg schon alles mit. Außer Tippi spinnt mal wieder rum. Bei Bits und bei Giftsubs kriege ich das ja auch so mit. Falls mal nichts geht, ne? Das musst du nicht machen übrigens. Aber vielen Dank, ne? Im Voraus. Ah, das Geld ist gerade für die Spyro-Trilogie übrigens, ne? Das würde ich dann auch im Stream zocken. Ich würde es mir eh ohnehin kaufen, aber auf irgendwas will ich halt sparen, ne? Irgendein Spendenziel brauche ich halt. Mir sind ja Spenden ja nicht so wichtig, überhaupt nicht. Klar, wenn mir jemand spendet, freue ich mich natürlich übelst, ne? Aber muss natürlich nicht. Muss natürlich nicht. Was mache ich jetzt eigentlich? Ich schwimme mir gerade so verkrüppelt rum. Ey, mach aber nichts Scheides. So, ja, doch irgendwo so ein Stromding, gell? Genau hier. Yep. Das sollte das Problem lösen. Und das. Die Tür ist offen. Okay, bin auf dem Rückweg. Was? Muss den mal reinrechnen. Echt? Ich hab gedacht, Franken und Ding ist und Euros ist so ziemlich gleich. Hab ich gedacht. Ah, nein! Stimme. Atmen! Ja, oh. Ja, genau, jetzt kommt ihr erst im November, stimmt. Ja, vielleicht kriegt man es ja voll, aber muss natürlich nicht. Muss natürlich nicht. Torgelei, vielen Dank für deinen Euro, mein Lieber. Hi Horror, das hat funktioniert. Cool, freut mich. Also, dann klappt schon mal PayPal. Nochmal vielen Dank für dein Euro.
Das fließt bei Sky Ryan. Okay, ich bin auf dem Rückweg. Ja, das klappt mit den Bits nicht. Also die Bits, die werden dann irgendwo... Ja, die habe ich halt, aber die zählen dann nicht halt fürs Goal. Theoretisch können die sie dann auch machen. Also hinzufügen. Nochmal vielen Dank. Noch ein großes Danke, dass du die Kosten übernommen hast. Ja, das ist... Ich spende ja mehr normal. Weil die Überweisungskosten jetzt nicht so viel sind, wie bei Bits. Okay, das sind keine Überweisungskosten, aber... Da zahlst du halt 2 Euro und der Streamer kriegt 1 Euro. Deswegen, spende ich lieber normal. Ja. Wir fehlen jetzt eigentlich noch, 17,50 oder so, glaube ich. Nein, nicht durchstarten! Nein! Alter Schwede, schwimme ich eigentlich gerade hin, ne? Total die Orientierung verloren. Ach, jetzt bin ich richtig. Das war knapp. Ja, aber einmal bin ich trotzdem gestorben. Chill, chill, chill. Chill, chill mal. Okay, gehen wir rein. Gut, ne? Gut. So, du warst Action, ist vorbei. Action. Mache ich auch immer die Überweisungskosten. Obwohl die typischen höher gemacht hat, die waren mal bei 9 Cent, jetzt sind sie 28 Cent bei 1 Euro. Hier gibt's genug. Das wird immer höher. Sag es nicht, das Doppelte machen. Sonst mache ich Bits. Dann mache ich eher Bits. Chris, komm her. Bits geht halt auch schneller, ne? Spenden dauert eine Weile, weil du musst die Nachricht auf den Spendenbutton klicken, dir die Nachricht schreiben. Dann bei PayPal einloggen und dann nochmal auf Zahlen klicken. Trotzdem finde ich Spenden besser. Also es kommt halt auch direkt an. Spenden, die, das wird dann in einer Woche jetzt bei mir das Konto gemacht, das ist von Tippi aus und Bits und so, das kommt ja schon 45 Tagen an. Geil. So. Ah, jetzt kommt der Weltshooter, jetzt ein bisschen Story. Hier Agent Daryl Barioni von den FBC-Streitkräften. Es ist 19.48 Uhr. Dieser Rekorder soll General Lansdale übergeben werden, wenn er gefunden wird. Meine Teammitglieder sind tot, vernichtet vom Teufel selbst. Wir konnten das Videoprotokoll nicht bergen. Mission gescheitert. Weltraw, Sie haben nicht untätig auf Ihren Tod gewartet. Als die FBC ankam, haben sie uns erwartet. Der Wunsch nach Rache ließ sie überleben. Hagi, danke für dein Bit. Jetzt neu Twitch Creator Camp Cheer 1. Ich weiß gar nicht, was das bringt, echt. Ich weiß gar nicht, was wir da machen. Habe ich noch nie so richtig ausprobiert. Ah, Kagi, genau, wollte ich dir sagen. Ich habe das mit den Cheer-Emotes angeguckt und das geht nur als Vollpartner. Man kann als Vollpartner, kann man das machen, aber eben nicht als Affiliate, leider. Da muss man warten. Lange, lange warten. Und da hätte ich gern das gemacht, ne? Hätte ich sogar Ideen gehabt, wie ich den machen können. Warte, ich muss nicht da lang, weißt du. Aber naja, ist halt so, leider. Oh, das ist ein Déjà-vu, das sieht ja genauso aus wie der Queen Zenobia, ne? Lebt nicht mehr. Oh! Okay, er lebt doch nicht mehr. Puh. Ah, ich scanne lieber mal alles ab, ne? Man weiß ja nie. Genau, Markus könnte ein paar Beats machen. Muss ich dir mal sagen. Aber ich glaube, er ist zu faul dafür. Spaß. Nee. Man muss halt diese animierten Emotes erstellen können. Ich weiß gar nicht, wie man die erstellt. Mal gucken. GIF Creator. Läuft, ey. Und dann kannst du halt das so machen, ja, wie in echt eben. Also wie die normalen G-Modes, dass du halt bei einem Bit eins machst, bei 100, bei 1000, bei 5000, bei 10.000, dass dann immer
irgendwie das gleiche kommt, aber halt immer besser wird, ne? So ich das dann gemacht. Genau, und es muss nicht mal überprüft werden von irgendwie. Oh mein Gott. Das ist ja eh nur bei dir. Also bei einem selbst. Willkommen, die Tür geht extra auf für mich, ja. Das ist schön. Das ist eher auch ein Nachtsichtgerät ein bisschen, ne? So. Muss halt mir auf Discord kommen. Auf Discord habe ich mehr Emotes. Da kann man nämlich sofort 50 Emotes entwickeln. Aber auf Twitch kann ich ja nur, wie gesagt, einen Emote pro Sub machen. Und ich glaube, ich lasse das jetzt auch mal, weil jede Woche irgendwie jetzt andere Emotes entfügen. Ah, nee. Das Problem ist ja, dass das dann immer überprüft werden muss und das und das und dann. Lieber nicht. Fühlt meine Emotes gerade ganz okay. Ah, jetzt kommt es. Ah, Billigkamera. Oh. Sieht man, die Queen Dido ist bereits tief unten im Meer. Es gibt kein Entkommen, keine Chance zu überleben. Es sei denn, es sei denn. Der Typ ist so krank, ne? Hm, ratet mal, wer der Endboss ist. Ich benutze auch Teamspeak, aber für Stream benutze ich kein Teamspeak. Nee. Keine Ahnung. Da einen eigenen Server zu stellen kostet Geld. Ich komme mit Teamspeak nicht so gut klar, muss ich ehrlich sagen. Also ist mir ein bisschen zu kompliziert. Da finde ich Discord schon einfacher. Und besser Design. Muss ich sagen. Ich finde das Design von Teamspeak nicht so gut. Aber du, Morgan, sollst niemals ruhen. Worte, Alter. Von den Toten. Warte mal, Walter White, das war doch der aus Breaking Dead, gell? So sieht er aus, ja. Na, wer ist wohl der Endboss? Oh, ist mein Handy schon wieder hin? Oh, bist du da. Wächter der Wahrheit sein. Für so viele Jahre, wie es nötig ist. Oh, Mann. Jack Norman war der Kopf von Veltro. Er hat das Video, das Lansdale überführen kann. Ja, okay, wenn man keinen eigenen braucht, aber trotzdem. Discord ist für Stream besser. Finde ich. Ich benutze auch aber zu Teamspeak, ne? Aber auch wenn ich mit jemandem zocke, benutze ich trotzdem Discord. Ich habe mich daran gewöhnt. Ja gut. Jedem das seine, ne? Jeder sagt, wie du es hier besser willst. Vielleicht benutzt doch manche Skype fürs Zocken. Kann ja auch sein. Kritisch. Okay. Hab ich irgendwas Neues, was besser ist? Nö. Kritisch. Also. Mhm. Habe ich ja schon, ne? Oder? Das gleiche. Ja, wunderbar. So, Leute. Sollen wir das so lassen? Na. Wir haben halt kaum Magnum-Muni. Ich würde die Magnum fast sogar hier lassen, ne? Guck mal. Drei Muni. Die Sniper nehme ich mit. Die Shotgun. Magnum. Ich weiß auch eine Magnum, ja, aber die ist schwächer. Und die schießt halt ein bisschen schneller. Aber naja. Das soll man mitnehmen. Also, wenn ich jetzt die MP so angucke. Auch schon 2 Stunden. Läuft. Ah, hab ich noch eine Kiste. Okay. Kein mir da anscheinend. Welche, guck mal, die MG, wo ist sie denn? Die habe ich doch benutzt, die auch, genau. Habe ich 300 Muni. Das geht auch noch, ja. Ich rüste erst mal die MG aus, muss ich sagen. Weil, Baum.
entfernt nach L1. Nee, weil ich da einfach mehr Muni habe. Wenn ich dann auf einmal ganz viel Magnum-Muni bekommen würde, dann würde ich natürlich die Magnum nehmen. Magnum wechseln. So, Schaden 5. Da packen wir mal da drauf, komm. Ich glaube, es war bei einem MG ganz gut. Hä? Was bringt denn das bei einer... Hä? Das ist ja deine Salbenfeuer. Nee, nein. Betäuben. Ah, Chat eingefroren. Hab ich auch öfters am Handy. Da hatte ich einfach Verbindung zum Chat getrennt. Was können wir noch machen? Stoppen. Ah, nee, wollte ich nicht. So. So machen. Ein Feuerstoß. Ich. Was bringt denn das bei? Nee. Nö, nö. Irsch mal nicht. Das geht ja auch nicht, weil. Was ist eigentlich ein Blitz? Ja gut, ja gut. Warum geht das nicht bei mir? So, so, so. Epischer Abgang, ne? Epische Treppe. Warte mal, da ist doch bestimmt noch was, oder? Mal schauen. Nee. Das ist einfach nichts, okay. Geht das? Echt? Das wäre natürlich heftig, ne? Na, dann machen wir das mal. Ne, geht nicht. Geht leider nicht. Ja, eben das sein, ne? Jeder streamt so lang, wie er Bock hat, habe ich ja gesagt, ne? Man muss sich zu nichts zwingen. Aber wenn ich das entfernen würde... Ne, man kann... Ah doch, ne. Ja. Machen wir halt so. Ja, ich habe 2 Stunden ist für mich ziemlich kurz, ne? Also normal ist für mich 3 bis 4 Stunden. Also zu lang will ich natürlich auch nicht machen. Ja. Manche machen da 12 Stunden oder was auch nicht. Und kritisch war es, genau. Ja, schade. Das wäre geil gewesen, ne? Das wäre schon heftig. Ja, mit 8 wäre dann Schaden 8. Wie stellst du dich so schrecklich allen da? Schrottgewehr, nice. Schrottgewehr. Werden, was meinen Blicken hier ward offenbar. Die Buhu als Alert, bei welchem Pape Alert? Satan, Pape Satan, Aleppe. Ach, für die Hose. Ah. Hab ich gesehen, ja. Oder, warte, Mäuser hab ich es gesehen? Ich hab gar nicht drauf geguckt, ehrlich gesagt, auf den Alert durch dich Ghost. Yay, 4 Tage frei, morgen muss ich arbeiten. 4 Tage lang. Ja gut, ne? Alter, wie du Shotgun-Muni, ne? Unglaublich. Morgan Lansdale. Du willst Veltro verraten? Okay, wir haben auf jeden Fall genug, Heilung, ja. Heilung. Morgan, ihr sucht das hier, oder? Dieses kleine Ding enthält die Wahrheit. Alles um diese... Ja, ich muss jeden Tag arbeiten. 3 Stunden halt, aber trotzdem. Bis Kreitag. Kreitag. Ja, Freitag natürlich. Noch eine Kiste. Ja. Genau. Oh. Die Fingerabdrücke habe ich gar nicht gesucht, ne? Das ist mir wurscht, habe ich gesagt. Das war's. Das ist der Beweis. Übertreib halt, ne? Okay, also wir kriegen auf jeden Fall keine Magnum-Muni, wie es aussieht. Oh, vielleicht, ja. Ja, gerade sag ich's, ne? Mhm.
Ach, musst du gehen? Musst du gehen, Talk Alive? Oder wie meinst du? Hast du gesagt, also war das ein Satz, dass du gehen musst? Okay. Wenn das so ist, dann bis dann und ciao, ne? Gute Nacht. Oder das war doch nicht so. Da kacke ich gerade so geschrieben, hab ich gedacht. Ach so, ich muss gehen und dann triggert sich da was. Stopp! Stimmt, ja. Kaki schreibt bis dahin schon. Sieh dem Schrecken, den du entfesselt hast. Lecker. Lecker. Auf jeden Fall lecker, lecker, lecker. Spiel's vorbei. Natürlich müssen sie jetzt da noch Ergebnisse zeigen. Geilkom Endboss. Das Endboss extra gewertet natürlich. Also. Jetzt geht's los. Norman, stopp! Nein, ich wollte nicht überspringen. Warum überspringt sie dauernd, Mann? Oh Mann. Ich wollte nicht überspringen. Ah, wunderbar. Ja, ich glaube, bei dem Boss kann ich snipen manchmal nicht mal so gut, ne? Weil, also man trifft sehr gut. Das ist eigentlich im G oder Shotgun, ja. Ach so, ich muss ihn schlagen. Ich muss ihn da reinschießen, bevor er mich trifft. Stimmt. Stimmt, ja. Ewig nimmer gemacht, der Boss. Einmal ins Herz schießen, immer ins Herz schießen. Ja, Ketchup. Ich mach so ein Ketchup. Wie ich sehe, das hat nur so ein ganz kleiner Blitz, Mann. Bitrate, yeah! Nein, nein, nein! Boah! Knapp, ey. Bitrate wieder so schlimm, oder was? Sorry. Oh, da ist er, da ist er. Wo ist er? Hier. Da ist er, da ist er. Wo ist er? Toll. Ah. Hätte ich nachladen müssen. Bitrate der Film. Genau. Immer schöne Zeit. Ja, genau, ey. Sollen wir versuchen, die ganze Zeit mit der Sniper zu treffen, ne? Wo wir auch können, ne? Die ganze Zeit damit der Sniper reinzuziehen. Oh, oh, oh. Oh, ja, so geht's auch. Ich dürfte mein Teammate sehen, ne? In der Hauptrolle Horror Night LP, lol. Ah, nee, MG ist da nicht gut. Was bringt einen dazu, sich selbst zu infizieren? Er ist von Rache besessen, nicht mehr menschlich. Ja, nee, echt nicht mehr menschlich. Ach, komm, wir haben doch getroffen! Oh, wo, oh, wo? Oh. Ne, Bitrate der Film, das muss man machen. Muss irgendjemand drehen. Echt nur einer? Boah, ist der wieder schlau, der Chris. Okay, immer die Shotgun nehmen. Ja. Magnum ist eigentlich auch gut, aber so viel Muni habe ich halt nicht mit der Magnum. So, jetzt gibt es. Mhm. Ja, okay, das kriegt nichts mehr. Ja, wer so schnell ziehen kann, das ist krass. Willst du aber suchen, ne? Nee, lieber nicht. Bleib schon weg. Der ist so langsam. Ne? Vor allem noch Doppelschuss. Ist echt gut. Ist echt gut. Nein! Ich glaube, die letzte Phase sollte ich vielleicht Sniper oder so nehmen. Aber jetzt noch nicht.
Er schießt auf das Hologramm, ne? Oh, oh. Ich wollte gleich den Sniper nehmen. Ich habe gerade einfach getroffen. Quickscope. Auto-Aim. Auto-Aim. Oh, Mann. Na, sind noch dran? Wer ist noch dran? erste Phase vorbei? Oder zweite Phase? Ah, jetzt gerade so an... wo wir von hinten treffen, ja. Das meine ich, ne? Wie zur Hölle hat er das gemacht? Egal, lass nicht nach. Oh, ich hätte hier die Feuerrate draufpacken sollen. Scannen. Ach, oh boah. Forschung abgeschlossen. Ich habe eine Trophäe erhalten, dass ich den gescannt habe. Guter Tipp, danke. Oh. Oh. Sehr gut, sehr gut. Warte mal kurz, heute. Ich will doch nur meine... Warte. Machen wir das nämlich so. Keine Ahnung. Täuben 2 oder so. So. Und dann mache ich hier die Feuerrate. Mach Manstop. Ja. Das geht nicht. Ja, okay, dann eben nicht. Warum geht das nicht? Das war simpel gewesen, aber nein. Durch geht es nicht. Sein Herz übrigens immer offen. Ach, ist doch nicht dein Ernst. Oh. Ah, Manu ist noch dran, nice. Braucht Cartoon-Grafik, schmeißt Odyssey in die Switch und bleibt anwesend. Cartoon-Grafik. Wird schon alte Cartoon-Grafik, nicht neue. Norman, stopp! Schau mir eben noch die Zwischensequenz an, ne? Es ist sinnlos! Er ist durchgedreht! Oh, oh no! Jetzt schon, falls du gerade zuschaust, ne? Erst nach dem Boss, die Party. Jetzt gerade nicht. Jetzt gerade nicht. Passend. Oh, das war knapp. Aber oh, ich habe ja Schaden. Ding drauf. Nein! Was mache ich denn? Ach, bin ich dumm, ey. Kurz konzentrieren, ne? Komm, tritt doch rein! Oh, das war richtig scheiße geaimt. Ah, da ist ein PS hier. Wir reden dann nach dem Boss, ne? Weil ich würde das kurz noch machen hier. Ja. Nein, 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 komm! Nochmal scannen. Guten Abend, Freunde, Nacht in der modernen Unterhaltung. Hey, RC302, willkommen. Willkommen. Schön, dass du einschaltest. Schön. Ich glaube, da gibt es immer 100% der Boss. Kann das sein? Kann das? Oder kann das? Krass. Sniper macht so Bock, ne? Ist so geil. Nein, 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 nicht nachladen, komm! Er ist von Rache besessen, nicht mehr menschlich. Wie geht's dir, Azit? Rookie ist nur eine, was? Wie kommt's, dass du eigentlich eine PS4 hast, Steph Donut? So, so, so. Nein, 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 nein.
Oh nein, nein, nein. Ah, ich sehe nicht. Hm. Ach, du hast sie einfach gekauft. Was? Man kann eine PS4 kaufen? Nein. Du lügst mich an, lüg mich bitte nicht an. Ich habe meine PS4 geklaut. Boah. Wie soll ich denn das wissen, dass der da noch angreift, ne? Alter. Auch ja, okay, dann. Da verstehe ich es natürlich. Ah! Autos von Let's Play Markus. Nice. Danke, Let's Play Markus, aber ich glaube, er ist nicht da. Er ist ja auf der Gamescom. Ist ja auch ein Auto. Boah, das ist so Bock zu snipern, ey. Das ist so geil, ne? Nein, 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 nein. Chill mal. Wie zur Hölle hat er das gemacht? Ich wäre fast tot gewesen, ne? Na wieder. Knacken! Ach, wie kommt... Soll ich das wissen? Na, ah, nicht gut, nicht gut. Nein, ich wollte mich nicht heilen. Oh Gott. Was bringt das? Eine Schockgranate bei dem? Gibt das was? Nee, gar nichts. Okay. Alles klar. Wechsel noch wieder das Shotgun. Ich glaub's immer gut. Den Boss den Shotgun zu finden. Oh nein, nicht umdrehen. Oh, wie soll ich das wissen, ey? So ein bisschen Loot einsammeln. Chris, du machst es. Nee. Oder auch nicht. Dann eben nicht. Ja. Das Monster des leeren Streamchests, ja, Loch Ness, ne? Ah! Ui! Wollte ich noch treffen? Aber nein. Schade. Alte FLMG-Muni noch. Zu viel, ne? Zu viel. Alter, will einen schon ablenken, ne? Aber schafft er nicht. LOL! Ey, Pika Girl, willkommen! Ai. Wie geht's dir, Pika Girl? Also bald ist es doch mal down sein, ne? Ah. Oh. Du musst wegbleiben, ne? Ah, ist hinter mir, okay. War's das? Ja. Yep. Second try. Markus von Markus, Host von Markus, Autos von Markus und alle wieder. Das fackelt da alles ab. Achso, du wartest jetzt auf ein neues. Wie meine Schwester, ne? Die schrottet auch jedes halbe Jahr ein Handy. Ich halt so, ne? Ja, mir geht's auch gut, danke. Ich hoffe, dass der Tod ihm mehr Frieden bringt. Heute wieder ein ganz langweiliger Tag. Boah. Außerdem der Abend. Verbreitung.
Tötungsmethode. Das Schiff ist mit einer Drohne ausgerüstet. Das ist ihr Ausliefersystem. Eine Drohne ausgerüstet. Sehr schön. Jetzt zeig mir die Ware. Zwischen sie sieht es ja nicht mal so schlimm aus, die Qualine bei mir. Feinstes T-Abis. Es geht, ne? Auch gibt es keinerlei Impfstoff dafür. Ja, natürlich. Ja, Ferien sind schon was Tolles, ne? Aber wenn man mal drin ist, ist jeder Tag gleich. Dann denkt man sich so, ach, Schule wäre auch mal ganz gut, dann fängt Schule an, dann ja, wieder Ferien. Dann Ferienanfang, ja, wieder Schule. Dann wünscht man sich das und dann hat man doch keinen Bock mehr auf das, wenn das dann halt komisch erklärt. Ich meine halt, wenn Ferien sind, dann wünscht man sich manchmal, ja, dass wieder Schule anfängt. Wenn Schule wieder anfängt, denkt man, ach, ich will, dass Ferien sind und dann ist immer so weiter und dann. Neues Nokia. Ich habe mein Handy der U-Bahn verloren in Stuttgart und ich habe es wiedergekriegt. Weil der Zugfahrer, der war nicht so assi, ne? Der ist extra durch den Zug gelaufen, weil wir ihn angerufen haben. Und hat es gefunden, dann ist er, wo bei der Rückfahrt hat es mich gegeben. Ein U-Bahn-Fahrer. In Stuttgart, das hat niemand geklaut. Wir haben unsere Tests abgeschlossen, du kannst es also wieder haben. Direktor O'Brien. Was, man nimmt sich vor den Ferien, wach? Du verstehst doch sicher unser Dilemma. Ohne die Terra-Creature-Panik wäre dem ignoranten Pakt die bevorstehende Bedrohung doch gar nicht bewusst. Ja, da könntest du tatsächlich recht haben. Ja, ich nehme mir nie was vor den Ferien. Niemand hat das Recht, mich zu richten. Die Welt hatte meine Führung bitter nötig. Es war alles nur zu ihrem Besten. Du machst dir doch nur etwas vor. Du hast doch selbst gesagt. Ja, es gibt doch noch nette Menschen. Lass alle Hoffnung fahren. Wie mich. Spaß. Nicht oder wie euch. Morgan Lansdale. Aber nicht wie manche Leute. Ich sehe das anders als FBC-Commissioner. Mit sofortiger Wirkung. Stimmt auch wieder. Nimmt sich viel vor und dann macht man es auch nicht. Verdachts der Verschwörung mit Veltro bei der Planung und Ausführung. Ich mach sehr wenig in der Ferien, muss ich ehrlich sagen. Langweilig, aber irgendwie gefällt es mir so. Bei allem Respekt. Ja, Stream eben. Stream macht Spaß. Die BSAA macht einen riesigen Fehler. BSAA. Wo habe ich das? Digga, gehörst du mal wieder Bock auf Smash? Heute? Dann kann ich deine Bio wieder platt machen. Ende. So. Ergebnisse. Da, damit werden wir durch mit was? Hartgeschotten 2 für die Kampagne. Gut. Ja, wenn nur Leute im Stream sind, ne, dann muss man halt Glück haben, ne? Ich stream auch, wenn es ein bisschen ruhiger ist, ne? Mir macht Stream immer Spaß. Außer wenn keiner zuschaut, aber ihr seid gute Leute, das wisst ihr. Sehr nette Leute. Zuschauen ist für mich auch ein Support, das wisst ihr. Nix für mich, nice. Ja. Die Bonuslevel. Meinst du die ganzen Missionen da, diese, wie heißen sie? Die Raubzugmodus. Da habe ich schon ein paar gemacht. Ich bin jetzt schon bei der zweiten Schwierigkeitsstufe. Aber allein ist das schwer. Ja, aber der Preis war hoch. Und die BSAA muss umstrukturiert werden. Trainier schon mal, ja, gut. Der Sturm ist erstmal vorbei. Aber wie lange wird das bleiben? Wir können ja noch ein paar Missionen machen. Ja, ein paar Missionen können wir mal probieren, aber wie gesagt, ich bin da bei den schweren Missionen angelangt. Und es spielt ja kein Schwein online, ne? Ich könnte ja Benutzer dir das Spiel machen und gucken, ob jemand reinkommt. 3D, nicht 3DS. Wir spielen Wii U Smash. Torge. Leider. Leider haben manche kein 3DS, ne? Keine Wii U. Aber was schlafe ich heute eigentlich? Guck, die haben auch überlebt. Es ist... kommt, Leute. Oh. Genau, Wii U. Es wäre geil, wenn man Smash und Wii U zusammenzocken könnte online. Das wäre gut.
Das ist echt nice, ne? Es gibt viele auf meinem Discord-Server und so. Die haben nun 3DS. Du musst mehr auf 3DS. Aber die Leute im Quartier der BSA in der FE-Abteilung. Okay. Das sind schöne Endsequenzen, ne? Pago Lucia wurde von der Küste der Republik Malta im Mittelmeer treibend gefunden und gerettet. Ich habe den Namen total falsch ausgesprochen. Luciani. Auf dem Parker einen Monat lang medizinisch behandelt wurde, kehrte er als Special Agent ins Hauptquartier der BSAA zurück. Und er hat gekündigt. Ja. Cleve R. O'Brien entschied sich dazu, Verantwortung für seine Taten zu übernehmen und seinen Posten als Leiter der BSAA zu räumen. Oh, ist das hell. Er ist als Berater für die BSAA tätig und schreit zudem in seinem gemütlichen Zuhause an einem Kriminalroman. Das ist schön. Das ist doch schön. Ja, Cross ist genau, bei Fortnite und PUBG geht das, das stimmt. Und bei Rocket League. Rocket League geht auch. PS4 aber glaubt nicht. PS4 auf Switch geht auf jeden Fall nicht. Ja, genau, man kann den 3DS als Controller nehmen, das stimmt. Oh, die Musik. Ich mag die Musik. Spaß. GameCube-Controller würde ich auch gern spielen, mit dabei Smash 4. Aber ich habe den Adapter nicht. Ja, Brawl kann man ja nicht online spielen, leider. Könnt ihr mal die Story streamen, ne? Wenn ich Elgato hab. Okay, man kann Brawl schon online spielen, wenn man dieses komische, wie heißt. Da gibt's doch so einen Teil, ne? Da gibt's doch so einen Teil. Aber wie hieß das nochmal? Danke, Kagi! G1. Wir machen jetzt noch ein paar Raubzugmodus, ne? Mission. Ich höre gleich mit Credits auf, ich mag nur die Musik. Okay, jetzt ist es langweilig. Ja. Das soll weiß ich auch nicht. Es soll einfach nur ein bisschen schön sein. Das ist ja Jessica. War fast schon so leicht, was? Dank der Firma ist morgen jetzt aus dem Spiel. Welche Special Edition meinst du? Pikachu? Und welchem Spiel nochmal? Von dem oder was? Ach, übrigens. Warum lebt Parker noch? Dafür habe ich meine Gründe. Die BSAA ist gar nicht so blöd, wie ich dachte. Könnte nee, echt nicht werden. Ja, genau. Der Spaß fängt gerade erst an. Spaß! Oh ja, oh ja. Ach so. Ah. Also für Smash Ultimate oder die Special Edition? Ja, alle DLC-Chars, ne? Aber ich kaufe mir keine DLC-Chars für Wii U, ne? Ach so, okay. Ja gut. Dass man das da deswegen die Special Edition braucht, weiß ich, wusste ich auch nicht. Komisch. Aber bei Wii U bin ich froh, dass ich die... Ja, wow. Ja, nochmal neu spielen. Schön. Dann speichere ich eben, okay. Okay. Hier war es so. Bäbel, bäbel, bäbel.
Ja, also bei Smash Ultimate werde ich auf jeden Fall mit GameCube Controller spielen oder mit Pro Controller. Mit Switch Pro Controller. Weil die Joy-Cons, ich glaube, die sind noch schlimmer als Gamepad. Obwohl, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Also machen nicht viele Missionen. Pane, dass wir auf 3 Stunden kommen. Solo-Spiel. Was war nochmal der Charakter? Ich hab Rachel genommen, echt? Stimmt, ne? Granaten, Explosionsreaktion, Scheiß. MG-Expertin. Hab ihn immer genommen. Ja, ich hab die nicht, die Kämpfer, ne, Torge. Weil ich sie teilweise unfair finde. Bayonetta ist klar unfair. Ich mag auch Cloud nicht gegen den zu kämpfen. Das ist ne, die Qual. Corrin ist auch richtig, also unfair. Mewtwo ist nicht unfair, aber er ist gut. Also Mewtwo ist okay. Lukas, wie ich heiße, ne? Der Scheiße. Wen gibt's noch? Ryu mag ich auch nicht. Der ist auch mit so unfair. Roy, naja. Roy ist okay. Trotzdem. Also ich brauche keine DLC-Chance. Ha, muss den Fernseher abgeben. Dann hast du gar keinen Fernseher mehr. Ich drücke auf den Monitor, ne? Hades. Du meine Güte. Ach, du, oh Gott, wie weit bin ich denn? Nee, oder? Ja, wenn du auch Cloud kannst. Nur können, ne? Ich spiel Sonic. wir machen eine Stufe. Ich will mal zeigen, wie schwer das ist, ne? Aber ich glaube, es lohnt sich jetzt nicht mehr so viel zu machen. Ich zeige euch nur mal, wie schwer das ist. Auf Hades. Waffen, ist mir eigentlich total egal. Ich mache jetzt irgendwas, ne? Ja, wenn du mit dem Charakter spielst, den ich nicht mag, dann spiel ich mit dem Charakter, den du nicht magst. Rachel ist schon da. Rachel ist schon da. Ach, schon Bock, ne? Aber wie gesagt, ist schon schwer. Bam! Bam! Da darfst du auch kein Cloud nehmen, ne? Sonic ist halt mein Main. Ich spiel's auch die ganze Zeit mit Bayonetta. Ui, oh Gott. Luigi. Aia, aia. Seine Side Recovery. Oh, es geht. Ich kann es besiegen. Okay, Boah, ey. Komm ich denn zu denen? Will ich überhaupt zu denen? Das ist auch nicht so eine Frage. Oh Gott, der hält so viel aus. Das ist so ein Kampftyp, ne? Ja. Lang ein Verteidigungskerl kommen, weil die sind am schlimmsten. Die sind am schlimmsten. Ja, warum kann ich nicht zu denen, ne? Komisch. Alter Schlüssel. Oh, oh. Oh Mann. Rot. Oh, 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 oh. Ja, da wollten sie mich angreifen, ne? Achso, Geschwindigkeitstyp. Die sind auch nervig. Sind alle. Alle im besonderen Arten sind sehr nervig. Ja, nee, das werde ich jetzt nicht. Ich werde jetzt nicht noch alle Missionen hier im Stream machen. Auch nicht im nächsten. Das ist nicht streamreif. Ich finde nicht, dass es geeignet ist. So, was meint ihr? Nee. Ich finde ja eh niemand online. Wenn ich jemand online finden würde, ne, dann wäre es ja ganz gut, aber ich finde ja kein online.
Was? Impen? 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 Läuft. So, weiter geht's. Oh Mann. Ich scheiße mal wieder. Ach du meine Güte, ich hab gar nicht gewusst, wie heftig mein Shotgun war. Ei, alter Schwede. Ja, richtig ab. Bam! Oh. Heftig. Okay. Ja, Kopfziel, ne? Alter Schwede, was ist das für ein Shotgun? Mit 4 Schuss auf einmal. Puh. Oh, box den kurz, komm. Das klappt zu langsam, ja. Hab ihn noch, nice. Alter, ey. Das ist ordentlich. So. War das Torge, du hast doch gesagt, du kannst mehr spielen, gell? Oder war das... Oder nur Pro? Ich muss schon mit der V-Mode mehr spielen. Geh doch auf, geh doch auf, Kappa. Schaffen wir die Mission? Könnten wir sogar schaffen. Nee. Oh. Oh Mann, ey. Ah, du GameTube-Controller. Du musst mir halt noch deine... du kannst auch meine ID, mir eine Freundesanfrage senden. Du musst Hashtag PSN in den Chat schreiben. Mein Name ist komisch, ja, weil ich mit 12 nicht wusste, wie ich mich nennen soll. Deswegen ist der Name total bescheuert. Und hat nichts mit mir zu tun. Nichts mit meinem Namen hier auf Twitch. Oder irgendwie. Total bescheuert der Name. Oh nein, das ist ein Angriffstipp. Komm, Headshot, Headshot. Oh, er hat voll was gebracht, ne? Wurde nicht mal Headshot registriert, glaube ich. Eigentlich sollte er dann weniger Verteidigung haben, wenn er mehr Angriff hat. Ist von so soll es eigentlich sein im System. Der sollte weniger Angriff haben. Ich feiere es einfach. Oh, 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 Angriffstipp. Weg. Verteidigungstipps sind noch schlimmer. Also die, ja, die sind sau langsam, aber die halten so viel aus. Das ist so nervig, ne? Auch wenn sie dann nie zum Angriff kommen. Sozusagen. Im Gemoni, nice. Komm, die Mission machen wir noch, ey. Kagi, danke für dein Bit. Tour ist immer hier, was? Lol. Kamera. Läuft. Läuft. Oh ja, Verteidigung, ich sag's doch. So nervig die. Und doch zwei davon, oh Gott. Oh. Guck mal, wie die aushalten. Die sind so langsam, ne? Ihr seht ja, wie langsam die sind, aber. Wenn die mal zum Angriff kommen, dann ist das wirklich so schlecht. Oh oh. Alter Schwede. Es geht hier ab. Bam. Nein, nein. Okay, jetzt kommt doch mal schon zum Angriff. Einfach der Nightbot nur im Chat ist, ne? Okay, ich bin schlecht. Ich hab selber gesagt, wenn der zum Angriff kommt, ist man schlecht. Ja, okay. Alter. Ich würde sagen, aber die Muni knapp. Toll, ich hab keine Shotgun mehr, scheiße. Keine Shotgun-Body. Jetzt bin ich am Arsch.
Wegen der Verteidigungstypen, ne? Ja, die halten so verdammt viel aus, ne? Puh, Schrotgewehr. Nice. Auch bald dauern, aber yes, nice, gut, gut. Jetzt noch Metzger, ja, so ist gut, so ist gut, so muss man es machen. Ach nein, oh Gott. Ja, es wird sehr witzig. Ja, allein ist das echt eine harte Nummer hier immer. Ihr seht, dass ich nicht mal genug Muni habe, ne? Oh, ich glaub's nicht, ey. Oh Mann. Gewehr, okay. Ey, Shamari Niki, vielen Dank für deinen Raid, mein Guter. Vielen Dank für den Raid mit 2 Zuschauern und willkommen an die 2 Zuschauer. Freut mich. Ich wollte aber gleich aufhören, ne? Trotzdem vielen Dank für deinen Support. Willkommen. Hab ich schon mal gesagt. Boah, ja, ich hab keine Muni mehr. Ich hab keine Muni. Gar nichts mehr, einfach gar nichts. Vor allem, dass sie just raided und just hosted. Läuft, oder? Läuft, ja. Ja, genau, waren 2, ne? Ein Host und ein Raid, ja, wow. Ich hab... Was soll ich machen? Ich hab keine Uni mehr. Ich hab nix mehr. Ich wollte einfach nur mal die Mission jetzt so testen, euch zeigen, wie es so ist, ne? Aber naja. Wow. Geh mal aber mal runter. Geh mal einfach weg von diesen Dingern, ey. Das ist echt schrecklich. Ah, das kann auch sein, ja. Das könnte natürlich auch sein. Schön, wie war dein Stream? Was hast du denn gezockt? Affenkiste. Okay, ich glaube, das ist am Ende der Mission wichtig. Ich habe nur noch Granaten. Und halt Kraut. CSGO für reingeschissen. Also, wenn ich mal CSGO so. Pff, oh Gott. Ich brauche den alten Schlüssel. Ja, danke. Ich muss also alle Gegner besiegen. Oh. Ich bin gleich tot. Dann. Tot. Ich bin gleich tot. So bad. Ich bin COD gerade auch bad. Obwohl COD einfacher ist eigentlich. Naja. COD-Community sag ich nur. Campen, campen. Feuer-Shotgun, WW2. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich komme mal nicht weiter. Kann höchstens jetzt mal. Hier, wartet. Oh, Alter, ich hab ihn jetzt fast gekillt. Oh. Alter Schwede. Ich hab ihn einfach mit Schockgranaten gekillt. Was geht bei mir ab, ey? Alter Schwede. Alles von Pfeffern hier. Alles von Pfeffern. Pulsgranaten. Aber die machen aber keinen Schaden. Oh, schade. Ist das herrlich, ey. So. Jetzt aber, Leute. Messon. Nie überall verwende. Ich verwende mein aktuelles Profil auch überall. Fast überall. Joa. Oh. Hi. Wie geht's? Ja, wir haben fast nichts mehr, ne? Oh Gott, ey. Was mache ich denn? Ja, nee. Da wird echt nichts mehr. Hm. Muss ich online spielen. Aber wie gesagt, ich bin da kein. Also. Ich bin blöd. Kannst du nicht bringen.
Ja. Aber er soll eigentlich schwächer sein. Ah! Oh Mann. Ich auch. Ja, auf der View kennt man mich nicht wieder, da ist mein echter Name. Aber auf YouTube kennt man mich wieder, auf Twitch natürlich. Twitch ist mein Name ein bisschen anders, aber trotzdem, ja, lol. Nimm das lol noch dazu. Bei PS4 kennt man mich wieder, ich schaff das doch nicht mehr. Wie soll ich das hinkriegen, bitteschön? Bei Twitter, bei YouTube, Instagram und bei Discord, genau. Überall heißt Horror Nerd. Das LOL lasse ich bei vielen Sachen einfach weg, ne? Dann muss ich mich ja mal auf Twitch nennen, weil HorrorLP schon vergeben war. Und ich habe niemanden mit dem Namen gefunden, komischerweise. Das war's, Leute. Ja, muss ja nicht immer so lang sein, ne? 3 Stunden ist auch ganz okay. Für was gestern länger. Boah, krass viel EP bekommen, Leute, ne? So, verkaufen wollte ich nicht. Obwohl, nee, lass mal. Es ist was Neues. Annehmen. Ach so, okay. Ja. Und wenn man den Namen, ich habe bei meinem alten Account, ich habe 2 Twitch-Accounts gehabt. Habe mich außerdem an der PS4 bei Twitch eben neu angemeldet. Und da konnte ich mich HorrorNLP nennen. Aber ich habe mich zuerst mit dem Account hier angemeldet. Und da war der Name schon vergeben. Hä? Und dann, ja, toll. Ist auch nicht, was da los war. Bin zurück. Ja, Game Over, wir hören jetzt auf, ne? Ich hab Bock aufs Müll. Und außerdem jetzt nicht, und ich muss da eigentlich schon online spielen, weil das ist eine so schwere Mission. Hast verpasst, ne? Die Mucken. Und deswegen. Die Mucken hast verpasst, genau. Wieder so ein Falter in meinem Zimmer. Ach du meine Güte. Oh Mann. Ich muss noch ein Fenster zumachen, ne? Da ist nicht so viele Falter reinkommen. Selbe Problem. Einen, den du raiden kannst. Zeitloop-Doktor, ich hatte eigentlich auch schon jemanden im Sinn, den ich hosten. Ich host eigentlich immer. Hosten kann. Wenn er noch on ist. Kann man trotzdem gucken. Ich suche ihn trotzdem mal. Zerlupter Doktor. Er läuft. Dann gute Nacht. Genau. Game Over. Gute Nacht. Ja, schon mal. Auch eine liebe Seele. Nice. Autobahn Police Simulator 2, okay, ich habe gar nicht gewusst, dass es gibt. Leute, wollt ihr, dass ich den Zerlupendoktor hoste oder eben raide? Oder den Never X, den vielleicht viele kennen. Der Speed Rocket League. Danke Kaki für dein Bild. Genau. Smog, LPM-Bombe, Blitz, dann LPM-Bombe und Ouch 1. Genau. Danke für den Tipp, Mariniki. Ich werde ihn mal, folgen und werde ihn dann auch mal hosten. Aber heute mache ich Never X-Dead, weil ich habe lange nicht mehr gehostet, deswegen. Man holt mir Never X-Dead, ne? Ne? Jo. Jo. Info in den Discord. Okay. Nice. Gut. Das mache ich. So, Leute. Bis dann und ciao. Und. Sehen uns morgen wieder. Das ist vorgelesen, du musst es bei Tippi einstellen: Text to Speech. Also, das hört man ja nur meinem PC. Ich kann das nicht einstellen. So, ich gebe aus den. Sollen wir raiden oder hosten? Ne? Mach ich halt Raid. Komm. Machen wir mal Raid. Eigentlich ist der Raid besser. Leute, danke fürs Zuschauen, war heute nice, auch wenn kurz, aber mein Gott, ist doch nicht schlimm, ich hoste meine Sprache heute, ne? Ich streame ja jeden Tag gerade, deswegen ist doch gut, ne? Danke für deinen Raid nochmal, schon Mariniki. Und an die alle, die zugeschaut haben, genau, der Manu, Torgelife, Kaki,
Die Analogs war auch klopp dran und PK Master und alle möglichen. Ich glaube, ich muss mich nicht bei jedem bedanken. Muss ich machen, wenn ich mein Partner bin, ne? Dann 100 Zuschauer und dann. Also. So, Leute. Also, dann euch noch einen schönen Abend. Genau. Nur Torge, stimmt ja, nur Torge. Besser so. Tja, Leute, ich darf mich nicht so verplappern, ne? Also, du musst mal gucken wegen dem Text-to-Speech. Shamari Niki, ich kann dir auch helfen dann. Bei den Flüsternachrichten. Ja. Also, jetzt aber wirklich. Vielleicht bis morgen, Leute. Wir sehen uns. Ciao.